Ja, und insofern freue ich mich, dass ihr alle so zahlreich anwesend seid und auch noch weiter in den Raum strömt zur heutigen Abendsession. Gab es ja in der letzten Zeit nicht gar so oft. Und insofern erstmal danke für das Feedback ihrerseits, dass ihr da seid. Cornelia, Ottmar, Harry, Hannes, Bernd auch da. Servus, Thomas, Gero, Carsten und der Rest vom Schützenfest. Genau, heute Ich Jeff. wüsste noch eine Frage vielleicht vorher. Schieß los. Dieses VPS kann man auch übertragen, ne? Ja, das wird funktionieren. Ich werde dir, wie gesagt, dann den Bildschirm gleich mal rübergeben. Jetzt habt ihr ja auch den Andreas Müller schon gehört, liebe Leute, der denn heute hier dankenswerterweise, wie gesagt, auch so ein Abend-Event mal mit uns durchführt. Eben auch gerade spannend für Berufstätige, weil ja in der Regel viele ja nur Intraday unterwegs sind. Und ich weiß, Andreas, da wird ja auch ein Bildaustausch stattfinden. Aber hier haben wir ihn. Ihr kennt ihn ja weitestgehend, glaube ich. Und insofern dürfen wir uns da mal drauf freuen, was uns der Andreas da heute darbietet, wie er sich sozusagen an den Märkten bewegt und ja, was seine Vorgehensweise ist. Darum soll es heute im JFD Live Trading Event gehen. Wenn ihr Fragen habt zum Brokerage, zur Ausführung zu unseren neuen Angeboten, wie eben kostenfreier Handel von Aktien oder auch Kryptos, schießt rein in den Chat. Auch Fragen jederzeit willkommen. Ich würde den Bildschirm gleich rübergeben. So seht ihr dann den Screen vom Andreas, der uns dann durch die Märkte führt. Jetzt ja US-Session, Dow Jones und Co. dürften hier spannend sein, wenn wir denn Bewegung haben. Und ansonsten, wie gesagt, fühlt euch da auf jeden Fall frei, immer wieder Fragen zu stellen. Andreas ist zu hören. Wie gesagt, Bild gebe ich dir gleich rüber. Wollen wir gar nicht so viel Zeit verlieren. Wir werden auch heute, je nach Markt, vielleicht ist das Webinar eine halbe Stunde schon vorbei, vielleicht geht es auch 3 Stunden, na wahrscheinlich nicht, weil die US-Märkte 22 Uhr zumachen. Aber wir haben jetzt keine feste Timeline. Wir werden sehen, wie die Märkte uns was hergeben. Ich weiß aus früheren Zeiten, dass man mit Andreas auch über Stunden philosophieren kann. Das wollen wir heute, wie gesagt, auch nicht so extrem ausdehnen. Es soll ja um einen Mehrwert für euch gehen und dass ihr mal seht, wie die Vorgehensweise von Andreas ist, der auch schon eine lange Zeit auf dem Buckel hat. Und zugegebenermaßen, Andreas, du hast schon geskypt, als ich noch gar nicht wusste, was das eigentlich ist, nämlich Anfang der 2000er, richtig? Ja, das stimmt. Also da war noch ein, zwei Dinge zum Vorteil des Traders, wenn man schnelle Fingerchen hatte, was die Technik heutzutage ja aufgeholt hat. Aber nichtsdestotrotz wächst man ja mit seinen Herausforderungen. Insofern gibt es immer wieder spannende Dinge, die man am Markt erfahren, erleben und nachvollziehen kann. Und genau das, darum geht es heute. So soll es sein. Deswegen, Jungs und Mädels, wir haben auch einige Frauen zu Gast. Das wird natürlich deine Ehre sein, Andreas, den Frauenanteil, den du heute hier reinziehst. Freue mich auf jeden Fall, dass wir einige Frauen am Start haben, denn die Frauen sind in der Finanzbranche eh ein Stück weit zu wenig vertreten für meinen Geschmack. Insofern, wenn wir auch hier eine Traderin dabei haben, die gern an unserer Seite mal, an meiner oder vielmehr Andreas seiner Seite oder auch meinem anderen Gestirn hier auf einer Webinar-Ebene mal aktiv sein will, you're welcome. Wir sind immer stets bestrebt, da auch die Ohren und Augen offen zu halten. Und überdies hier eine neue Quote. Wir müssen ja im Rahmen der ESMA immer wieder auch bekannt geben, wie viele Trader verlieren. Und erstaunlicherweise war schon immer bei JFD die Quote relativ gut. Wir hatten immer schon, sage ich mal, über 30% Gewinner, auch in früheren Zeiten. Also Trader und Händler, die bei uns gewinnen. Und zuletzt waren wir wieder bei 76%, jetzt sind wir auf 70% schon wieder runtergegangen. Das heißt, ein gutes Drittel unserer Händler ist tatsächlich erfolgreich unterwegs auf Sicht der letzten 12 Monate. Und das ist eine gute Quote. Und ja, da wollen wir euch heute, wie gesagt, auch ein Rüstwerk an die Hand geben, um eben auch zu sagen, hey, wie kann man es denn machen? Deswegen, Andreas, anschnallen, Schnabeltasse weglegen. Jetzt gebe ich dir den Bildschirm rüber. Und ernenne dich sozusagen zum Moderator, liebe Leute. Nicht wundern, jetzt wird der Bildschirm kurz dunkel. Jetzt schauen wir das mal mit dem VPS, aber das dürfte auf jeden Fall funktionieren, weil Andreas ist ein Apple-User, so viel ich weiß. Ja, es geht nur darum, dass der VPS quasi in einem anderen Bildschirm dargestellt wird. Ich gehe jetzt einfach mal hier auf den Bildschirm 2 und hoffe, man sieht so ein bisschen vielleicht Facebook blau. Kann das jemand bestätigen? Noch nicht. Ah ja, mein Bildschirm übertragen. Jetzt Jetzt ist er da. vielleicht. Jetzt ist er da. Und jetzt schalte ich mal um auf direkt nach New York. Sieht man das auch? Super, Wunderbar. super. Ein Knaller. Jetzt muss ich natürlich nur noch mit der Auflösung. Wie weit man das Bild sieht, das im Laufe der Also wir Session sind. ergeben. Du bist auch ein bisschen bei mir. Ich bin, ja, ich schalte mich jetzt nicht ab, weil man lernt ja bekanntermaßen nie aus und ich werde dir beiwohnen sozusagen. Bin ja auch, wie gesagt, im Chat hier sozusagen am Lesen und du kannst das auf jeden Fall komplett übers ganze Bild ziehen, weil wir sehen, wie gesagt, komplett deine Handelsbewegungen
Handelsstation, Ja. beziehungsweise einen kompletten Desktop, wie es es so schön nennt. Und ja, genau. Also wie gesagt, liebe Leute, wenn ihr Fragen habt, ihr könnt es loslegen. Andreas wird uns ein bisschen was zu seiner Vorgehensweise am Markt erzählen. Ich kenne aus Live-Tradings, du erinnerst dich, Andreas, in Frankfurt, wo du die DAX-Trades dann nochmal kurz vor 12 gedreht hast. Das stimmt. Das habe ich auch gleich nochmal hier mit eingefügt, auf meinem kleinen 1977.de, meinem Pseudonym, der mich jetzt schon seit mittlerweile 20 Jahren begleitet. Also ich habe mir damals als Andreas Müller natürlich überlegt, wie kann man sich im Internet nennen, einen Wiedererkennungswert schaffen, in Communities teilnehmen, Wissen teilen, Wissen erfahren. Und da mein Name schnell vergriffen war, beziehungsweise schon vergeben war, Welche da muss ich Überraschung. auch mal, war irgendwie schon weg. Ich muss auch nochmal meinen Papa schimpfen dafür, dass er sich da nichts Kreativeres hat einfallen lassen, irgendwie Kevin London Müller oder so. Jedenfalls lief zeitgleich ein Interview mit dem Hans Bernecker, den viele von der Aktionärsbörse und so weiter noch kennen oder seinen Sohn mittlerweile kennen, Bernecker Research. Und ich dachte, mein Geburtsjahr setze ich einfach an den Namen ran und fertig ist die Laube. Und Roy Black heißt auch nicht Roy Black und Karel Gott schon lange nicht Karel Gott in Wirklichkeit. Insofern, so ein Pseudonym kann man durchaus einige Jahre mit um sich tragen und es ist dann wirklich irgendwann auch so eine Art Marke geworden, unter der man mich im Internet findet. Also im Blog, sondern natürlich auch Facebook, Instagram, Twitter. Die ganzen, wenn ich hier draufklicke, ist natürlich nicht nur, dass ich mal die Seite kurz zeige, sondern dass ich auch nochmal auf den Artikel verweise, wo wir wirklich das Trading 2016, eines von mehreren, zusammen begleitet haben. Also der Chris als Moderator Oh ja. damals. Und ja, es war sehr, sehr spannend, es war sehr, sehr heiß, nicht nur im Raum. Insgesamt, glaube ich, knapp 100 gefeuert. Das kann man sich alles hier nochmal. Hier sieht man auch in Großformat nochmal, wie der Chris hier moderiert, wie volles Haar ich damals hatte und wer da noch alles dabei Du war. Scherzkeks. Weiter. Ein bisschen hakelig ist der Ton, Andreas. Kann es sein, dass du nebenbei noch irgendeinen Movie aus dem Internet ziehst oder downloadest? Ich hatte die letzte Folge von Game of Thrones noch nicht gesehen und dachte, ich kann das nebenbei nachholen. Nein, Spaß beiseite. Ich werde mal die Kopfhörer anstöpseln, dann ist das Mikrofon auch näher an meinem Mund. Das habe ich jetzt Also. getan. Und ich, ist das jetzt deutlich besser? Ja, du Hoffe bist ich. auf jeden Fall bist du gut zu hören, aber ich glaube, es war auch so ein bisschen internetklebrig. Aber Markus ist auch da, sehr schön. Dann können wir auch gleich nochmal dem Markus Hallo sagen, wobei ich nicht weiß, ob Markus ein Headset auf hat. Unser Markus Klebe kennst du ja auch. Natürlich. Deswegen kann ich ihn jetzt hier nicht natürlich dann bloßstellen, wenn ich jetzt ihn anschalte und dann plötzlich kein Mikro hat. Aber schön, dass du auch da bist, Markus. Sorgst dafür, dass der Raum weiter sich füllt. Und ja, genau, lasst uns gleich einsteigen. Dort hatten wir hier in Frankfurt die Live-Session, Vormittag- und Nachmittagshandel. Ihr seht auch, damals waren noch ein paar andere Kollegen dabei. Und es war sehr, sehr spannend. Und da hast du, wie gesagt, den Markt noch gedreht und du bist hier keiner, der, sag ich mal, hier so auf Trades mehrere Wochen gern sitzt, sondern eben einer, der sich hier, wie eingangs auch schon gesagt, als du geskypt hast, wusste ich noch nicht mal, was das ist, muss ich zugeben. Deswegen hast du ja auch etwas schütteres Haar als ich, weil du ja dann doch schon ein früherer Jahrgang bist, wie du gerade ja eben selbst erwähnt hast, dass du damals noch Haare hattest. Spaß Naja, beiseite. nicht nur das, wenn ich nach Hause komme, wird meine Frau mir immer so auf den Hinterkopf klopfen und sagen, das hast du halt wieder gut gemacht. Und deswegen, klar, fallen sie halt ein bisschen karger aus. Aber das soll dem Webinar keinen Abbruch tun, da wir das Bild nicht mit übertragen. Hat alles seine Gründe. Noch nicht. Noch nicht. Das ist ja Ausbaustufe auf alle Fälle. Und auch dieses wenige Trades machen, diese Eichhörnchen-Methode, wie ich sie genannt habe, der ich mich schon lange verschrieben habe, der fröne ich auch heute gesagt. Und ich habe in der Tat heute auch schon ein wenig im MetaTrader Aktivität gezeigt und kann das vielleicht als Einstieg mal vorzeigen, wer das genau sehen möchte, bevor wir uns den Markt genauer anschauen. Denn die Amerikaner kommen gerade erst aus der Mittagspause zurück. Man muss wissen, der Markt handelt zwar New York Session 15:30 bis 22 Uhr durchgängig, aber auch so ein amerikanischer Trader, so ein amerikanischer Wall Street Angestellter hat Hunger zwischendurch und verlässt dann natürlich auch mal den Trading Floor oder das Handelsbüro und ist dann in der Regel zwischen unserer Zeit 18 und 20 Uhr nicht zugegen. Also böse Zungen behaupten, dass die sich ausklinken, weil ein Teil davon sind ja Immigranten in Amerika und haben deutsche Vorfahren und schauen zu der Zeit noch ihre deutschen Lieblingsserien, alles was zählt,
Marienhof kommt, glaube ich, nicht mehr. Verbotene Liebe auch nicht, aber gute Zeiten, schlechte Zeiten. Das läuft nämlich genau in dem Zeitfenster. Das kann ich nicht bestätigen. Auf alle Fälle ist das Volumen in der Zeit eher schwach, eher mau. Und Volumen brauchen wir denn? Ohne Volumen, ohne Volatilität, wie das Fachwort heißt, volare aus dem Lateinischen, etwas bewegt sich, können wir nicht zwischen Kauf und Verkauf, Kaufskurs eine gewisse Spanne erzielen und den potenziellen Gewinn vereinnahmen. Ja, also wenn sich gar nichts bewegt am Markt, ja, dann können wir uns auch nicht bewegen, dann können wir uns zum Tod stellen und können das Trading ad acta legen, dann macht das Ganze keinen Sinn. Insofern ist das die Zeit, wo man eher weniger tut, wo eher mehr los ist. Das ist natürlich die Eröffnung der Wall Street und dann vielleicht kurz vor 18 Uhr, nochmal kurz vor der Session, vor der Mittagspause der Amerikaner, der Burger-Time und danach dann wieder 20:15 Uhr, 20:30 Uhr und die letzte Handelsstunde natürlich 21 bis 22 Uhr, wo nochmal die größeren Volumina abgewickelt werden, weil die Marktteilnehmer dort auf End of Day Dinge schauen. Also viele große Hedgefonds vor allem, die handeln nicht intraday, die würden mit ihrem Volumen gar nicht rein und rauskommen. So schnell. Das ist auch der Vorteil von uns Tradern, dass wir letzten Endes sehr flexibel agieren können, dass wir ganz schnell eine Position auf- und abbauen können. Und die großen Marktakteure, die können nicht einfach wie wir im MetaTrader oder sonst wo aufs Knöpfchen drücken und zack, sind sie im Markt und zack wieder draußen, sondern wenn so 1 Million Google-Shares über das Desk gehen, dann muss es gesplittet werden. Dann sorgt ein Markt dafür, dies kursschonend zu tun. Und ja, das dauert eben ein bisschen länger, aber das können wir uns dann zunutze machen und können da teilweise auch Bewegungen aufspringen. Bewegungen gab es heute en masse schon an der Wall Street. Ich habe hier den US-30 Cash, das ist quasi der Wall Street Dow Jones, die Indikation der CFD zum Dow Jones bei JFD Brokers oder Brokers, das heißt ja nicht mehr JFD Bank neuerdings, weil viel mehr Services dahinter stecken als nur das Brokerage. Das kann nachher der Chris nochmal erklären. Jedenfalls läuft dieser Kontrakt rund um die Uhr und ich halte es relativ einfach mit vielleicht einem kleinen Durchschnitt, wenn überhaupt. Und da habe ich hier nach der Markteröffnung gesehen, dass der Markt extrem nach unten ging, sich dann in dem Bereich fing und danach ein Reversal erlebte. Was steckte dahinter? Machen die Kurse die Meldung oder geben die Kurse einer Meldung Nachhaltigkeit oder beeinflussen die Meldung die Kurse? Da gibt es verschiedene Meinungen darüber. Fakt ist auf alle Fälle, dass der Dow Jones in den letzten Handelstagen, das sieht man hier im Stundenchart sehr, sehr gut, unter Druck geraten ist, also von 26.700 Punkten im Hoch ist er bis auf 25.530, glaube ich, war heute das Tief oder 20 zurückgefallen. Also mal Pi mal Daumen 1.200 Punkte wegen dem sich verschärfenden Handelskonflikt. Donald Trump und der chinesische Staatschef sollten sich eigentlich einig sein über die Handelsabkommen, über die Zurücknahme der Zölle, aber waren es am Ende doch nicht. Donald Trump hat dann am Wochenende einfach mal losgetwittert, ja, das dauert ihm alles zu lange mit den Verhandlungen. Insofern glaubt er, dass er jetzt einfach die Zölle anheben muss, um das mal ganz kurz zusammenzufassen. Danach ging der Markt gleich am Montag auf Tauchgang mit einem sehr, sehr großen Gap, konnte sich noch einmal halbwegs erholen am Dienstag, hat dann die Nachwehen verdauen müssen am Mittwoch, sich wieder ein wenig erholt und jetzt kam nochmal dadurch, dass die Strafzölle jetzt schon aktiv werden sollen. Ich glaube, am Freitag die ersten eine Nachwehe zur Handelseröffnung und wenig später gegen 18 Uhr hat Donald Trump dann etwas zurückgetweetet, was den Markt nochmal in eine ganz andere Richtung getrieben hat, was den Markt knapp 300 Punkte wieder nach oben getrieben hat. Und hier nutze ich sehr, sehr gern Twitter. Hier kann man zum Beispiel, wer bei Twitter ist, dem Donald Trump folgen. Ich rufe mal meinen Twitter-Account kurz auf. Da heiße ich natürlich, naja, wie heißt man halt bei Twitter, wie man immer Wie heißt man, aber da heißt. auch spannend, die Volatilität ist ja genau das, was du angesprochen hast, was wir brauchen. Und die ist ja jetzt zuletzt tatsächlich fein gegeben, ne? Die ist durchaus gegeben. Nichts ist schlimmer als keine Volatilität. Eben. Insofern ist es ganz gut, dass die jetzt wieder zurückgekehrt ist. Wir suchen jetzt mal nach Donald Trump.
und haben auch gleich als ersten Treffer ihn als 45. Präsidenten verkauft er sich. Hat er recht, klar. Aber in Sachen Followern verstehe ich nicht, warum wirklich so viele Millionen ihm folgen. Also er hat 60 Millionen Follower und ist da so ein bisschen hinter Miley Cyrus zurück, aber zählt zu den Top 10 Followern. Ja, also die Top 10 Twitterern, die mit den meisten Followern. Natürlich auch, weil ganz viele Wirtschaftsjournalisten ihm folgen und nicht nur Frauen, nicht nur irgendwie sein Heer und seine Anhänger, sondern auch ganz viele Wirtschaftsjournalisten. Denn gerade solche Meldungen wie vorhin über die Ticker kamen, die sieht man dann immer natürlich auch bei Twitter und bei anderen Berichterstattungen. Und die bewegen letzten Endes die Märkte. Ja? Also er redet von ökonomischem Wachstum, er redet von Steuern, er redet von der Mauer ganz oft, er schert Fernsehberichte über ihn, die die Kurse beeinflussen und so weiter. Also man kann hier sehr, sehr viel quasi ablesen. Und wer nicht direkt bei Twitter ist, der kann das Ganze auch bei Gottmo Trader, das hatten wir vorhin ja auch kurz erwähnt, da gibt es auch die Möglichkeit, hier hat man auch gleich die Werbung von Chave, die sehr, sehr schön So gemacht eine ist, Fernseh. Überraschung. Ja, hier ist was los. Jedenfalls sieht man dort auch, dass die Headlines sehr, sehr schnell und unter anderem war eine Headline vor 1,5 Stunden ungefähr, dass Trump der Deal mit China weiterhin noch in dieser Woche möglich ist. Also er hat sich das Hintertürchen aufgehalten, der Donald Trump. Und die Reaktion war just kennen im Chart. Der Kurs ging stark nach oben. Ja, wir sind wieder auf dem Trading Desk. Das ist der Stundenchart. Ich Andreas, versuche immer von, ja. ganz kurz, der Hannes fragt, und das ist eine Frage, die nicht zu selten kommt. Du hast einen Indikator, so will ich es mal sagen, im Chart, den gleitenden Durchschnitt, und der Hannes würde gerne wissen, was das für einer ist oder ob der auch für dich eine Rolle spielt. Der spielt nicht wirklich eine große Rolle, aber den habe ich mir quasi mal reingebaut, als vor ein paar Wochen bei einer Live-Trading-Session hier bei mir zu Hause der Nachbar vorbeikam, der sich immer für Börse interessiert, aber irgendwie noch nie ein Demokonto eröffnet hat oder irgendwas. Da müssen wir nochmal nachhaken, der gute Mann. Aber er hatte seine kleine Tochter dabei und die schaut auf den Chart und sagt, das geht doch wie eine Treppe nach unten. Und da sage ich, ja, wir nennen das Abwärtstrend. Und da schaut mich der eine, der gecoacht wurde, von der Seite an und sagt, aha, ja, Abwärtstrend. Ihr seht das ja gleich, ihr Profis. Da hat die Kleine gelacht, weil sie war noch kein Profi, sie hat es trotzdem gesehen. Und ich habe zu ihm gesagt, dann das einfachste Mittel ist, einen gleitenden Durchschnitt in den Chart zu legen, der quasi die letzten Kerzen glättet und der letzten Endes anzeigt, ob ein Trend quasi sich anbahnt, beziehungsweise schon am Laufen ist. Deswegen habe ich den drin. Ich nutze ihn nicht wirklich als Signal. Also man könnte natürlich sagen, ja, er ist hier 1, 2, 3, 4, 5 Mal aufgeschlagen, er ist hier durchgebrochen, er hat hier nochmal. Also für mich ist es nur so eine Wegrichtung, nur so eine grobe Beschreibung der Gesamtlage, ob der Markt sich noch in einem Abwärtstrend befindet oder im Aufwärtstrend. Also viel genauer mache ich mir das lieber gerne mit Trendlinien. Und das ist nur eine Orientierung. Und da habe ich die Standardeinstellungen von MetaTrader genutzt. Da haben ganz viele unterschiedliche Einstellungen. Also man sieht ja auch im Euro-US-Dollar, dass die Linie hier überhaupt nichts bringt, wenn nämlich der Markt sich zur Seite entwickelt. Ja, und für mich ist es, wie gesagt, nicht so als Indikator zu verstehen, als dass ich nach dieser Trendlinie strikt handle und vielleicht sogar ein automatisches Handelssystem drauf programmieren lasse. Also so ist es bei mir nicht, sondern für mich ist nur eine grobe Orientierung. Ich arbeite vielmehr mit Trendlinien und da halte ich es auch relativ einfach. Also man sieht hier, da lege ich auch nicht Wert jetzt, ob das genau drauf liegt oder nicht, sondern auch nur als Orientierung. Man sieht hier im Stundenchart, der Markt bewegt sich nach unten und ich gehe dann quasi von diesen größeren Zeiteinheiten in die kleineren hinein. 30 Minuten Chart sieht es genauso aus, im 15 Minuten Chart sind wir auch noch unter dieser Trendlinie, dann könnte man vermutlich eine zweite Trendlinie einzeichnen von diesem hoch über dieses, an die wir noch nicht herangelaufen sind. Und dann im 5-Minuten-Chart, dem Arbeitschart quasi von mir, hat man dann diese Linie alle nochmal liegen und weiß, wo man sich im Markt befindet. Das heißt für mich als Orientierung, wir sind innerhalb von mehreren Abwärtstrendlinien und das ist für mich nicht unbedingt das Szenario, wo ich blind Long gehen würde. Nicht blind, aber natürlich nehme ich auch Long-Chancen wahr im Markt. Und da habe ich ein, zwei Screenshots gemacht von heute
Nachmittag, da war ich kurz im Markt aktiv und das möchte ich auch gleich aufrufen. Und zwar habe ich mir das jetzt eben just abgespeichert und möchte es auch einmal ins Bild halten. Und zwar war die erste Variante bei mir, dass wenn der Markt ein tieferes Tief ausbildet, dies aber nicht zu einem Trend führt, zu einer Trendfortsetzung, dass ich dann in dem Falle quasi den Markt kaufe, dass ich davon ausgehe, dass der Markt ein wenig nach oben Spiel hat und da spielt dann die Trendlinie in der Tat eine kleine Rolle. Also ich halte das mal ganz kurz ins Bild, das Bildschirmfoto, was heute Nachmittag entstanden ist. Das heißt, der Markt ist hier mit Dynamik im 1-Minuten-Chart durchgebrochen, hat immer tiefere Tiefs ausgebildet und hat sich dann nicht mehr weiter trendkonform entwickelt. Also das heißt, wenn man hier einfach mal Markierungen einzeichnen würde und nimmt dann nachträglich so eine Grafik her, dann sieht man, dass von hier oben bis quasi, na, das ist das falsche Zeichen zu nennen, dass von hier oben bis hier unten quasi ein Abwärtstrend herrscht, also dass wir immer wieder tiefere Tiefs gesehen haben. Ich nehme jetzt mal einfach so eine, die Linie will heute nicht mit mir spielen. Unglaublich, diese freche Linie. Gut, dann nehme ich das andere Instrument. Das geht hier genauso nachträglich. Also man hat hier ein Hoch, das nächste Hoch war etwas tiefer, das nächste Hoch wieder tiefer, das nächste Hoch noch tiefer. Auf einmal sind die Trendlinien da. Oh Zauberei. Wunder, oh Wunder. Zauberei. Leg weiter los, der Walter ist nur gerade am Start. Ich verstehe seit 5 Minuten nichts mehr, weil es sehr hallt. Also ich höre den Andreas gleichbleibend in einem guten Flow. Den Hall kann ich so nicht bestätigen. Insofern bitte mal da nochmal abstöpseln, anstöpseln und selber mal was justieren. Danke Udo auch für das Feedback. Markus auch, Hans-Joachim, Ton voll, alles okay. Danke für das Feedback. Also, wie gesagt, wollte ich auch noch durch den Router geben. Walter, um auch Nicht jetzt hier dir, was sagst du? dass zufällig dein Bild kurz in den Monitor reingeschwappt ist und er meinte, Hulk, ich sehe den Hulk. Wohl wahr, wohl wahr. Du warst wohl bei Endgames erst im Kino, hast dich inspirieren lassen, wie mir scheint. Ja, einer meiner Familienmitglieder war einer der Adventures und ich, Avengers, nicht Adventure. Und ich habe da das im Blut, Ah ja, genetisch. also, Aber okay. zurück zu diesem wundervollen Trade-Setup. Sehr schön, wunderbar. Und die Linie hast du jetzt auch gefunden. Insofern hol uns Ich habe ab, die halt Linie. auch den Live-Markt ruhig im Auge, weil das ist ja wirklich spannend, weil wir sehen, der Andreas ist tatsächlich einer, der sich hier aggressiv im 1-Minuten-Chart bewegt, was du auch damals bei den Live-Events schon zur Genüge getan hast, wo ich auch sage, das ist nicht jedermanns Sache, aber wer kann, der kann. Und das ist schon so eine, ich sag mal, so eine Passion von dir, ne? Ja, du hattest ja gesagt, die Challenge ist, wenn am Anfang irgendwie 500 dem Webinar lauschen. Ich arbeite mich vom Stundenchart runter bis zum Scalp-Chart, bis zum Tick-Chart. Und wer dann noch dabei ist, das sind halt wirklich die Hardcore-Trader. Und dann können wir das gleichzeitig messen, wie viele Hardcore-Trader Interesse an dem Thema haben. Also wir sind noch im Stundenchart, aber diesen Screen will ich gerne noch mal ganz kurz auswerten. Also ich habe hier natürlich diese gleitende Durchschnittslinie, die einen Abwärtstrend symbolisiert, aber für mich hier noch eine Trendlinie eingezeichnet. Minutenchart oder 5 Minuten spielt hier gar keine Rolle und sehe, dass nach dem nächsten Tief folgt ja dann wieder ein Verlaufshoch und dann ein neues Tief und dann knallt eine Kerze hoch und geht just in Richtung das letzte Verlaufshoch zu brechen. Und das ist für mich ein Signal, wo ich in den Markt gehe, durchaus auch mit mehreren Positionen. Und wo muss der Stopp dann sitzen, markttechnisch richtig unter den letzten Tiefs? Das habe ich dann leicht angezogen. Das sind die für die nächste Position habe ich es dann hier angezogen und habe an der Linie schon quasi das erste Ziel formuliert. Also ich bin dann auch durchaus bereit, da 20, 30 Punkte mitzunehmen und mich zu freuen und nicht darauf zu hoffen, dass man hier die große Luzi macht. Man sieht ja hier noch quasi die Fortsetzung. Also man hatte dann in der Fortsetzung des Trades nochmal eine Bewegung hier drüber. Dann habe ich natürlich nicht weiter geschaut, leider. Und dann kam diese Bewegung, die wir im Chart gesehen haben, die den Markt richtig nach oben führte. Und zwar die Meldung über, vielleicht klappt es doch noch mit einer Einigung im Handelskonflikt. Ja, das hat quasi die Märkte bewegt. Letzten Endes, man hätte auch in dem Bereich hier vielleicht nochmal aktiv werden können. Aber so what? Irgendwann muss jeder Trader mal Pause machen. Und für mich war das jetzt nur
einfach mal so ein bisschen, um warm zu werden, um natürlich auch heute Abend zu zeigen, was kann hier passieren. Ich habe vier Charts in der Regel im Auge, abends den DAX nicht, den können wir uns nachher aber gerne nochmal anschauen. Der ist ja heute unter 12.000 gerutscht, so tief wie das letzte Mal Mitte April. Also ich glaube, der 15. April war dann ein Montag, wo er über 12.000 geschlossen hat und davor den ganzen April war er tiefer. Und insofern, ja, sind wir jetzt wieder zurückgefallen, haben die letzten 3 Wochen neutralisiert und man weiß noch nicht, wie es weitergeht. Das hängt viel auch vom Handelskonflikt ab, aber natürlich auch einiges von der Charttechnik, die letzten Endes hier für mich der ausschlaggebende Punkt ist. So, es fängt an zu zucken so ein wenig hier im 5-Minuten-Chart. Das heißt, ich werde als nächstes hier auf den Minuten-Chart umschalten, um mir noch ein genaueres Bild zu machen, was hier am Markt geschieht. Und da sieht man fast schon eine Art Doppeltop oder zumindest für mich einen Bereich, der zweimal angetestet wurde. Und den markiere ich natürlich hier auch entsprechend mit den Tools, die mir der MetaTrader zur Verfügung stellt. Also man hat hier nicht nur Linien, man kann hier reinschreiben, man hat hier verschiedene Daumen, also I like nicht und so weiter, was es halt alles für Dinge gibt. Und natürlich hat man auch die Möglichkeit, hier Linien einzuzeichnen, wie ich vorhin schon gezeigt habe. Das heißt, für mich ist hier die Möglichkeit, eine Trendlinie einzuzeichnen, eine abwärts führende. Und genauso würde ich das auch auf der Oberseite tun, das Unterseite tun, eine Trendlinie, die nach oben verweist. Und das sind quasi diese zwei Linien, die den Markt letzten Endes beeinflussen und ihm die nötige Bandbreite geben, die er braucht. Jetzt gibt es aus Trading-Sicht mehrere Möglichkeiten, die man spielen kann. Man kann jetzt einerseits versuchen, sich zu positionieren, wenn der Markt ausbricht aus dieser Range. Das heißt, ich lege mir einen Sell-Stop unter die Trendlinie, also bei 25.780 Punkten. Das heißt, sobald der Markt unter diese Linie bricht, werde ich eingestoppt, muss gar nichts tun, kann das Ganze schön im MetaTrader überwachen, kriege vielleicht auch noch ein akustisches Signal und freue mich, wenn es einfach geschieht. Ich lasse es geschehen. Letzten Endes der Markt entscheidet, was passiert. Oder man geht proaktiv in den Markt hinein, wenn die Linie gebrochen wird, mittels One-Click-Trading, was auch immer man möchte. Die habe ich jetzt erstmal im Markt scharf geschaltet und schaue auf die anderen Märkte, die es noch gibt. Hier gibt es zum Beispiel den Nasdaq, das ist der US-Tech Cash, wie er so schön heißt. Und auch hier würde ich genauso vorgehen und würde hier meine verschiedenen Hochs noch einmal optisch klarer darstellen. Also das heißt, die Hochs, die es in den letzten 2 Stunden ausgebildet hat. Und genauso, naja, auf der Unterseite kann man nicht ganz so viel machen. Insofern ist die Auflagefläche nur durch 2, 3 Punkte gegeben und nicht wie beim Dow Jones durch 4, 5. Aber es wird, tja, oh, welche Überraschung, es wird dasselbe Bild dargestellt. Also eine leichte Abwärtstrendlinie auf der Oberseite und eine etwas steilere Aufwärtstrendlinie auf der Unterseite. Und wenn es hier zu einem Ausbruch kommt, dann wäre ich geneigt, sofort auf den Markt aufzuspringen. Das ist so das grobe Setup, was ich mir vor einem Trade zurechtlege und dann kann man auch entsprechend agieren. Ja, viel Bewegung ist in den letzten Minuten nicht geschehen. Das gibt uns natürlich Raum und Zeit, auch den dritten Markt anzuschauen. Das ist für mich immer der Euro-US-Dollar, der von diesem Handelskonflikt, von der Entspannung im Handelskonflikt natürlich auch profitiert hat. Er ist über die Tageshochs hinausgebrochen, aber letzten Endes hat er sich auf Basis des Tagescharts kaum bewegt. Der Tagesschart ist im Euro-US-Dollar weiter abwärts gerichtet. Also selbst der Handelskonflikt in den USA ist nicht für Investoren ein Grund, jetzt hier langfristig den Euro nach oben zu hieven und den Dollar zu shorten, sondern ja, der Euro-US-Dollar quasi als Währungspaar, also eine Währung notiert ja immer als Paar, als Abgleich zwischen zwei Währungen, der ist weiter abwärts gerichtet. Und das schon eine ganze Weile. Das ist jetzt der Chart ab Weihnachten. Der Tageschart, jede Candle umfasst einen Tag und er bewegt sich schön, solide abwärts, egal was die EZB sagt, egal was die Fed sagt. Ja, das ist eine große Range, die man natürlich auch traden kann auf Tagesbasis zum Beispiel, aber nicht intraday
abends, weil heute Abend wahrscheinlich im Euro-US-Dollar nicht mehr so viel passieren wird. Aber das nächste Mal wird viel passieren beim nächsten Webinar. Da kann ich auch vielleicht schon einen kleinen Ausblick geben. Da werden wir nämlich zur FED-Sitzung zusammensitzen. Ja, das ist ein Mittwochabend. Da hat der Chris sich auch freigenommen extra. Und da läuft auch kein Fußball, glaube ich. Heute läuft ja auch noch Fußball nebenbei. Eben. Du kennst dich ein bisschen aus mit Fußball. Wer spielt denn heute? Hertha oder? Chelsea gegen Frankfurt, Meister. Der Chris ist informiert mittlerweile. Aber da musste ich natürlich vorhin die Hose runterlassen. In der Tat, das war jetzt wenig spannend. Aber wir haben auch viele Zuschauer, die meinetwegen auf dem zweiten Schirm hier Fußball schauen oder schlichtweg keine Fußballfans sind. Aber heute spielt Chelsea gegen Frankfurt in der Tat. Das haben wir jetzt aufgelöst. Aber am Ende des Tages, ja, versorg dich ruhig mit Informationen. Die große Überraschung gab es ja zuletzt. Mr. Klopp hat wieder zugeschlagen. Aber wollen wir gar nicht zu sehr in die Fußballthematik kommen. Ich habe nämlich hier schon einige Fragen jetzt auch reinbekommen, Andreas, die sehr Gerne. spannend sind. Zum Euro-Dollar sei nur gesagt, der bewegt sich tatsächlich zäh. Wir haben hier das niedrigste Volatilitätsquartal seit 2002. Also im Q1 2019 hat sich Krass. der Euro so wenig bewegt wie noch nie in den letzten 17 Jahren auf Quartalsbasis. Und generell ist der Euro sehr wenig da, sage ich mal, berührungstechnisch unterwegs. Also die Zeiten, wo er sich 100 Pips am Tag bewegt, die liegen ein Stück weit zurück. Kommt aber sicher mehr oder weniger wieder. Wir haben immer wieder an den Währungsmärkten starke Trendphasen oder auch starke Volatilitätsphasen und auch Beruhigungsphasen. Beim Euro-Dollar möchte ich euch nur sagen, liebe Leute, wer es nicht weiß, hier gibt es natürlich den Swap und positiven Zinseffekt. Und wer den Euro gegen den Dollar Short spielt, wie Andreas ja schon sagt, das sind immer zwei Währungen, die hier als Währungspreis, als Währungspaar gehandelt werden. Vorne die Basiswährung, hinten die Zielwährung, also Euro in Dollar gerechnet. Und wenn man diesen Euro gegen Dollar Short spielt, also auf fallende Kurse spekuliert, spricht der Euro mit der zinsschwachen Seite gegen den Dollar mit der zinsstarken, dann gibt es jede Nacht positive Zinsgutschriften. Das ist wichtig zu wissen. Insofern auch der ein oder andere Teilnehmer hier im Webinar, wie der Bernd zum Beispiel, wir haben ja schon längere Euro-US-Dollar-Short-Positionen laufen, weil man hier jede Nacht eine feine Zinsgutschrift kriegt, eben weil man die zinsschwache Währung schwach sieht gegen die Zinsstarke. Und das ist so ein fundamentaler Effekt, den man bei Währungen nie außer Acht lassen sollte. Aber lass mich mal kurz auf die Fragen hier noch eingehen. Wo würdest du denn bei deiner Sell-Stop-Order deinen Stop-Loss setzen? Wird gefragt vom Gabriel an der Stelle. Also wir gucken jetzt gar nicht, ob auch noch Snooker läuft oder so. Nee, wir machen jetzt gar nicht. Ich frage nur. Eben nicht, mein Freund. Ich wollte dich Also, gar nicht wieder von der Entschuldigung. Kugelseite da wegziehen. Okay. Und dann die Frage, also ich muss gleich einhaken, also wie gesagt, Stop-Loss setzen und dann eben, weil du hast ja tatsächlich jetzt nur die Pending Order, also die wartende Ja. Order im Markt, aber keinen Ja. Take Profit oder Stop festgelegt. Und zum anderen wird es jetzt eh gleich spannend, ob ein Ausbruch kommt. Da steht nämlich auch die Frage hier im Raum, würdest du das Ding jetzt long traden bei neuen Tageshochs? Also zwei Fragen einfach mal im Background halten. Und dann, wie werden die Ausstiegspunkte bestimmt? Jetzt haben wir drei Fragen. Ich hoffe, du konntest sie dir merken, ansonsten wiederhole ich sie einfach nochmal. Also Stop Loss an der Stelle, Ausbruch ja oder nein, würdest du denn handeln? Oder eben hier, wie sind denn die Ausstiegspunkte generell definiert? Also ich tendiere dazu, vom Gefühl, den Ausbruch auf der Oberseite nicht zu handeln, da ich von der Meldung, die über die Ticker kam, also für mich ist das überhaupt nichts nachhaltig, nichts Greifbares. Ja, da twittert jemand, könnte klappen, wäre, hätte, vielleicht und schon bewegen sich die Märkte 300 Punkte. Das ist für mich, ja, wo ist da die Nachhaltigkeit? Wo kann man das greifen? Ja, insofern tue ich mich wirklich schwer, auch wenn es so eine starke Erholung war, das Ding auf der Long-Seite zu traden kurz vor Handelsende. Ich würde hier auf alle Fälle mal schauen, wie groß noch das Gap ist zum Vortag. Das wäre für mich ein Ziel. Also für mich ist immer charttechnisch der Ausstieg manifestiert an so einer Marke wie einem Gap. Oder ich ziehe den Stop eng nach und versuche im Grunde genommen, dass der Markt mir so viel gibt wie möglich. Und der Markt entscheidet dann auch, ob ich ausgestoppt werde oder nicht. Also ich überlasse das Ganze der Bewegung und nicht irgendeinem Ziel. Da komme ich mir besser bei vor. Aber ich favorisiere in der Tat den Ausbruch auf der Unterseite, wenn ich es mir wünschen dürfte. Als Trader soll man natürlich immer objektiv bleiben und eigentlich alle Seiten traden. Aber man ist letzten Endes ein Mensch. Ich bin kein automatisiertes Handelssystem. Das heißt, ich filtere die Trades letzten Endes
noch vor und entscheide, ob ich in den Markt gehe oder nicht. Die Anmerkung war richtig mit, dass wir hier noch kein Stop-Loss eingegeben haben. Nun, der Markt ist von dieser Order-Ausführung ungefähr 70, 80 Punkte entfernt. Insofern hatte ich jetzt keine Eile, hier schnell noch etwas hinzuzufügen. In der Regel sollte man das aber mit der Order tun. Und das kann man, wenn man offene Trades sich anschaut, gleich nachvollziehen, beziehungsweise man kann hier mit einem Klick Modify Order hier den Stop-Loss definieren und kann auch einen Take-Profit eingeben und kann das Ganze nochmal an den Markt schicken. Das ist übrigens der Chart, der mein Herz höher schlagen lässt, der Tick-Chart, aber das würde so weit führen, jetzt in diesem Chart aktiv zu werden. Jetzt wird es nämlich richtig spannend. Wir sind an dieser Trendlinie fast dran. Und wie ich vorhin schon sagte, ist es für mich eher ein Punkt, wo ich nochmal Short zünden würde, als Long zu gehen an diesem Punkt, weil ich mir einfach aufgrund der Nachrichtenlage schwer tue. Jetzt 3 Stunden später soll alles anders sein als vorher, ohne dass eine Regierungsstelle oder irgendeine Zahl durch den Raum ging, sondern nur aufgrund von einer Äußerung einer Person. Ich weiß nicht, das ist nicht ganz so der Stil, den ich als Signal für wertvoll erachte. Und dasselbe hatten wir ja auch am Dienstag schon gesehen. Also die Gegenbewegung am Dienstag war ja recht hoch, beziehungsweise am Montag schon. Und danach ging es ja noch einmal eine Etage tiefer an den Märkten. Insofern war die erste Reaktion der Märkte ja die richtige. Also es ging richtig nach unten aufgrund der Verzögerung im Handelsstreit. Und ob das jetzt gleich alles gut ist, ich wage es zu bezweifeln. Man muss schauen. Wenn natürlich eine große grüne Kerze hier drüber floppt, ja, dann muss ich in den sauren Apfel beißen und sagen, jetzt wird die Short-Position geschlossen. Insofern ich dann schon eine habe, beziehungsweise man muss dann vielleicht doch nochmal long gehen. Ja, das entscheide ich aber aufgrund der Erfahrungswerte und aufgrund der Volatilität in den einzelnen Kerzen. Wenn das so langsam ranläuft, dann glaube ich nicht, dass es drüber schwappt. Da fehlt das Momentum, um nochmal so ein Fachwort mit reinzubringen. Ich hoffe, die 3 Fragen sind da einigermaßen mit abgedeckt worden. Also es gab zumindest kein Feedback und für mich definitiv nachvollziehbar. Ich hoffe, dem einen oder anderen geht es genauso. An der Stelle, wie gesagt, der Aufruf, stellst die Fragen. Der Andreas hat ja wirklich eine Expertise von rund 20 Jahren und mehr. Das heißt, wir können ja wirklich immer auch löchern und Fragen stellen. Ich meine, ich habe eh ein ganzes Buch an Fragen für meinen Andreas, wenn er denn da zu viel Zeit in Stille verbringt. Aber das ist nicht der Fall, weil A ist am Markt dran und B managt oder bewertet hier auch die Situation hervorragend. Was im Übrigen auch, man sagt ja so neudeutsch, schön ein Competition-Wettkampf ist. Denn Live-Trading und eben Kommentierung, das muss man echt erstmal machen. Da bist du, wie gesagt, auch da ein alter Hase. Und das ist wirklich schon eine Nummer, wo ich sage, Hut ab an der Stelle. Und insofern bin ich ja froh, dass wir das hier haben aufleben lassen können. Und wie du vorhin schon im Nebensatz erwähnt hast, der Andreas wird uns jetzt fortwährend hier beglücken mit diversen Events im Monat. Das heißt, wir werden hier noch mehr vom Andreas zu sehen bekommen und zu hören. Und da freue ich mich auf jeden Fall drauf, dass wir da in Zukunft noch ein Stück weit mehr Action machen. Und auch mit dem Tick-Chart, da gibt es ja bei uns bei den Add-ons im Übrigen auch den Tick-Chart-Trader. Da werde ich mit dem Andreas dann nochmal separat sprechen. Den können wir uns dann bei dem einen oder anderen Event dann gerne mal anschauen, weil da ist man dann tatsächlich eben unter der Minute unterwegs und kann dann sehr schön den Markt covern. Aber jetzt, wie gesagt, der Preis zieht sich zusammen. Wahrscheinlich kriegen wir in den nächsten Minuten vielleicht doch noch einen Ausbruch hin, weil die Amis handeln ja jetzt noch eine gute Stunde 20. Dürfte also spannend sein, was da mal hier abläuft. Ja, ich habe mal einen jetzt gezündet, wie man so schön sagt. Und zwar bin ich short gegangen und habe den Stopp, um das auch einmal voll nachvollziehbar zu gestalten, hier quasi über das letzte Hoch gelegt. Also das heißt, ich bin jetzt auf fallende Märkte orientiert, um hier auch mal ein bisschen Schwung und Volumen in den Markt hineinzubringen. Mal sehen, was daraus wird. Letzten Endes muss man immer sagen, keiner kann die Kurse vorhersagen. Also wir jonglieren alle nur mehr oder weniger mit Wahrscheinlichkeit, mit Erfahrungswerten, mit der Historie. Deswegen ist wird die Chartanalyse auch so ein bisschen als selbsterfüllende Prophezeiung betrachtet und begutachtet, weil letzten Endes die Marktteilnehmer, die den Chart sehen, alle dasselbe sehen. Also diese Linien, die ich jetzt eingezeichnet habe, das ist kein Hexenwerk oder keine Raketenwissenschaft. Die Linien wird wahrscheinlich der Kollege Markus Klebe genauso in seinem Chart drin haben. Da hatten wir gestern übrigens ein sehr nettes Battle. Ich mache mal hier die Mediathek wieder zu. Da hatten wir gestern ein sehr nettes Battle. Und zwar bin ich
Ein ähnliches Setup hat sich gestern dargestellt. Gestern Abend der Dow Jones ist immer wieder angelaufen an die 26.090. Und da bin ich short gegangen und habe mich im Zweifel, wie ich hier ausgedrückt habe, auf Facebook, auf meinen Account, habe geschrieben, im Zweifel sollte man dann quasi bei einem Hoch, bei einem Widerstand diesen verkaufen. Und das Ganze sieht für mich nur wie eine Korrektur aus über 26.000, weil der Abwärtstrend, wie ich eingangs zeigte im Webinar, ja abwärts gerichtet ist und wie man auch durch die gleitende Durchschnittslinie sieht. Und da hat der Herr Klebe etwas spöttisch geantwortet, good luck, ja, was eine kleine Diskussion ausgelöst hat. Und am Ende, ja, was soll ich sagen, konnte ich nur noch mit so einem kleinen GIF antworten, denn der Markt hat tatsächlich unter 26.000 geschlossen und heute Morgen war er ja dann schon hier und so weiter und so fort. Das ist auch immer so ein kleines Battle, was man sich entertainmentmäßig gönnen sollte, wenn man auf Facebook ist. Also folgt ruhig dem Markus, folgt dem Chris, folgt mir und ihr seid bestens unterhalten, was so den ganzen Tag passiert. Ich darf den Markt nicht aus dem Auge lassen. Eieiei, er ist genau an der Trendlinie. Was nicht Spannend. schlimm ist, auch darauf wollte ich zu sprechen kommen. Der einzelne Trade, der zählt gar nicht so stark ins Kalkül, denn letzten Endes weist der Trader eine Bilanz auf von einer ganzen Anzahl an Trades und da kommt es darauf an, wie das Verhältnis ist letzten Endes. Also man darf sich nicht durch einzelne Trades aus der Bahn werfen lassen. Das Risiko sollte immer sehr, sehr gering sein. Insofern hat man zwar nie irgendwie die Chance, über Nacht sein Konto zu verdoppeln, aber man hat auch nicht das Risiko, das Konto zu schrotten. Und das ist viel, viel wichtiger. Ja, also die ganzen Glücksritter in Anführungsstrichen, die immer davon ausgehen, schnell reich zu werden, die sind im Börsenhandel falsch. Die sollten sich was anderes suchen, sondern Börse ist quasi das Managen von Risiken. Und hier kommt es wirklich darauf an, ganz gechillt, ganz objektiv seinen Setups zu folgen, seiner Erfahrung zu folgen und auch am Tag immer wieder dasselbe zu tun. Also auch wenn man dreimal ausgestoppt wurde an einer Linie und es bietet sich wieder dasselbe Setup, wieso sollte man dann nicht nochmal den vierten Trade dann eingehen? Und gerade bei engen Spreads oder bei ganz geringen Gebühren, wie es bei JFD Bank der Fall ist, ist das natürlich easy, da in den Markt wieder reinzugehen. Ja, das kostet nicht viel, das kostet nur Überwindung. Und das kann man sich antrainieren. Das ist wie mit dem Rauchen, auch das haben sich manche antrainiert und mühsam wieder abtrainiert oder mit dem Alkoholgenuss oder was auch immer. Oder Sport, um mal ein positives Beispiel zu nennen. Auch das Joggen oder der Gang ins Fitnessstudio lässt sich antrainieren. Immer wieder dasselbe tun und dann wird es ein Automatismus. Insofern muss man nicht böse sein, wenn ein Trade mal ausgestoppt wird. Es ist ein Trade von mehreren und ja, noch sind wir auch nicht ausgestoppt. Also wir haben noch fette 10 Punkte Puffer hier. An der Stelle, Andreas, schöne, sage ich mal, Anekdoten an der Stelle tatsächlich wieder eingestreut. Der Bernhard ist hier auch zugegen, der spekuliert hier auf dem Ausbruch ganz massiv über die 26.000, wie er hier schreibt, und sieht auch höhere Tiefs in dem 5-Minuten-Chart, den du bis jetzt außer Acht gelassen hast. Schau, mach dir da mal kurz ein Bild. Ich will gleich nochmal auf A-Point, F-Point eingehen, der hier fragt nach dem 3-Minuten-Chart. Diese Variante ist tatsächlich nur MetaTrader 5 zu haben. Dort hast du eben wie bei anderen Plattformen auch eine ja, sehr, sehr breite Bandstellung und Darstellungsmöglichkeit im Rahmen der Candlestick-Periodeneinstellung. Und da ist es hier beim MetaTrader 4, der doch schon etwas rüstiger ist, tatsächlich da so festgelegt und du hast diese Flexibilität nicht. Das sei an der Stelle erwähnt, du musst hier tatsächlich auf dem 5er ausweichen. Muss man überhaupt, weil ich die Frage auch bekommen habe, wenn man bei uns die echten Aktien handeln will, also die physischen Dividendentitel, die es ja auch bei JFD kostenfrei gibt, ganz großes USP, kostenfreier Aktienhandel, werden wir auch noch weiter die Bank brechen an der Stelle. Neben dem Trading ist natürlich auch die Aktien- und Investment-Garde für uns interessant, mittlerweile auch definitiv geworden. Und diese sind eben alle im MetaTrader 5 nur erhältlich. Liegt an diversen Beschränkungen, 32-Bit-System und dergleichen beim MetaTrader 4, der aber sehr funktional ist, wie uns das Andreas auch zeigt jetzt hier. Aber der MetaTrader 5 hat hier eben dann tatsächlich da auch den Benefit, dass er mehr Underlyings aufnimmt, echte Aktien eben führt und auch den 3-Minuten-Chart. Im 4er gibt es das, wie gesagt, nicht. Es sei denn, man holt sich so eine Add-on. Kannst du unserem Support gerne mal schreiben. A-Point, F-Point, mehr sehe ich leider von dir nicht. Da gibt es durchaus ja, solche, sage ich mal, Templates, aber da
will ich jetzt gar nicht zu sehr drauf eingehen, weil wir nutzen das, was uns der Markt hier hergibt. Und 1 und 5 Minuten Candles nützen doch ganz gut, wie ich das gerade sehe. Der Markt kippt wieder nach unten, Andreas. Ja, also A-Punkt, F-Punkt, keine Ahnung, ob das jetzt die ehemalige britische Automobilmarke war, AF, oder ob er vielleicht den Punkt aus Versehen eingegeben hat und tatsächlich wir sprechen mit Alf. Wer kennt noch Alf eigentlich? Das ist unsere Jugend so ein bisschen. Also Ja. unter dem richtigen Namen kennt man ihn, Gordon Shumway vom Planet Melmark. Da ist er Also dann, auch ja, mal meine Güde. Hat aber als jemand viele Aushängeschild. Comics auch gelesen damals, meine Güde, ja, aber ALF. War eine Serie mit dem Synchronsprecher In Tommy der Cooper, Tat, der leider ja. verstorben ist. Ja, der war in der Tat, man sagte immer, vielleicht auch mal ganz kurz sowas einzustreuen. Wer Alf noch kennt, der hat immer so schön gedacht, so, ho, 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 hier ist Alf. Und der hatte ja auch seine Freundin Ronja zurückgelassen, hat Katzen geliebt, Katzen gern gegessen. Und jetzt kommt der Joke dazu. Wir waren im Schwimmbad als Jugendliche und der eine. Ja, Kollege wollte nie seine lange Jeanshose ausziehen. Irgendwann hat er sie ausgezogen und war sehr stark behaart. Und da sagte dann ein anderer von hinten aus der Ecke, du hast deine Alf-Strumpfhose noch an. Ja, also der Begriff, der geisterte dann immer durch meine Jugend mit durch die Alf-Strumpfhose, wenn einer sehr stark behaart ist. Gut, auf die Zähne gehen wir jetzt nicht weiter mit ein, sondern wir wollen ja zum Markt zurückkehren. Und da wurde der 5-Minuten-Chart kurz erwähnt. Da sehe ich Folgendes. Einerseits natürlich das letzte Verlaufshoch, was ich markiert habe, und andererseits auch noch das Gap, was wir gestern formiert hatten. Also der Markt ist ja zum Handelsende unter die 26.000 gebrochen. Das war hier dieser Punkt und hat sich dann 22 Uhr bis die Stunde, wo die Nachbörsenkurse aufhören, bis 23 Uhr nochmal nach oben bewegt. Und ja, nach dieser Nachtsession, wo der Future nicht gehandelt wird und wo dann auch die Indikationen nicht stattfinden, war der Markt ja wieder unter 26.000 und ist den ganzen Tag darunter geblieben. Also insofern ist diese Abwärtstrendlinie, die ich vorhin im Stundenchart eingezeichnet habe, in Kombination mit diesen beiden Werten ist eine sehr, sehr interessante Zone, die 930 bis 960. Wenn es da durchläuft, der Markt, dann werde ich tatsächlich noch zum Bullen heute, wenn das geschehen sollte. Denn dann sind all diejenigen, die irgendwo hier unten short gegangen sind, so richtig gelackmeiert, auf Deutsch gesagt, die stehen dick im Verlust und die müssen irgendwann Platz stellen. Und das ist auch der Grund, warum zwischen 21 Uhr und 22 Uhr die Volatilität durchaus ein bisschen größer ist, weil nämlich diejenigen, die Intraday-Trades gemacht haben auf Margin, also quasi auf Kredit spekulieren, mit Futures handeln, die müssen in der Regel dieses hohe Kreditlevel bis 22 Uhr glattstellen oder bis 21:45, je nach Broker, um nicht Overnight Margin hinterlegen zu müssen, also viel mehr Geld auf dem Konto haben zu müssen, als sie eingesetzt haben im Future-Bereich oder im CFD-Bereich über Nacht, dann Zinsen zahlen zu müssen. Im Euro-US-Dollar, das hat der Chris ja super erzählt, ist man auf der Vorteilsseite, wenn man Short im Euro-US-Dollar ist. Wie sieht es denn im Dow Jones aus? Ist das wirklich teuer oder kann man sich das mal leisten, über Nacht dabei Ja, zu also bleiben? ne, du hast es richtig erwähnt. Das verstehen eben manche auch nicht. Wieso gibt es denn da Finanzierungsgebühren überhaupt bei CFDs und warum kostet das jetzt Geld? In der Tat kriegt man halt einen Kredit eingeräumt und das kostet eben in der Tat tatsächlich Geld und das ist in der Regel bei den Index-CFDs eben hier der Fall. Bei Währung hast du eben immer die Konstellation, dass du hier eine Währung gegen die andere spielst und hier eben auch die Zinsunterschiede entscheidend sind und man eben da auch positive Rollover-Gebühren, Gebühren sind es in dem Fall nicht, einen Rollover-Ertrag erzielen kann. Das ist bei CFDs eben da knallhart nicht der Fall, weil man hier sozusagen eben die Margen finanziert, beziehungsweise hier die CFD-Anbieter sich sozusagen, wenn sie sich dann am Markt entsprechend absichern, dann auch Kosten tragen und das ist die Finanzierungsgebühr, die man hat. Aber man kann durchaus CFDs halten. Natürlich ist ein CFD eben im Rahmen der Finanzierungsgebühren über Nacht sicherlich kein Instrument, was man jetzt 10 Jahre halten sollte, schon gar nicht, wenn der Markt nicht entsprechend in die gewünschte Richtung läuft, weil dann kostet es eben tatsächlich Geld, aber eben vor dem Hintergrund, dass man hier eben auch mit einem kleineren Einsatz, das ist eben der Hebel, die Margengeschichte, eben viel größeres Volumen bewegt. Ja, die ESMA hat uns zwar natürlich da ein bisschen den, sage ich mal, Hals abgeschnürt, aber wer hier lange Historien aufweist und als Trader aktiv ist, kann sich ja auch hier bei JFD ganz legitim prüfen lassen, ob er da als Pro-Trader eingestuft wird und dann kann man auch mit dem hohen Hebel handeln, wobei der hohe Hebel ja auch nie das Must-Have ist, um im Trading Erfolg zu haben. Oder wie siehst du das jetzt mal so aus der Erfahrung heraus? Braucht es denn hier
ein sozusagen hohen Hebel, um erfolgreich im Trading zu sein. Übrigens kannst du, Jaram, ich gehe gleich auf deine Dividendengeschichte ein, weil bei den Wollte CFDs. ich gerade sagen, bei CFDs ist doch zum Handelsende noch so ein kleiner Sprung möglich, oder? Ja, das zum einen ganz genau. Und man kann auch Dividenden erhalten. Das gibt es tatsächlich auch bei den Indizes. Das ist natürlich tatsächlich eine Geschichte, wo man in der Hinsicht auch berücksichtigen muss, Hans-Joachim. Schöner Einstieg an der Stelle. Das ist also in der Tat möglich, dass man hier, wenn man eben Indizes handelt zur Dividendensaison, je nachdem, aber auch ob man eben long oder short ist, dann sozusagen die Dividenden buchstäblich dann sozusagen in einem Anteilsmodus dann auch finanziert oder gutgeschrieben bekommt. Also das gibt es tatsächlich auch. Aber wie gesagt, da sind auch wieder die Abzüge und Gutschriften, je nachdem, ob man eben long oder short in dem Index positioniert ist. Das ist aber allerdings tatsächlich ein Effekt, den man hier erwähnen muss. So, Ja, aber das ist was. auch durchaus spannend, weil das nicht selbstverständlich ist. Also es gibt Broker, die die Dividenden einfach an den Kunden nicht weitergeben. Und Ja. insofern, da gab es ja auch dieses Motto Just Fair and Gab's, Direct. das gibt's, mein Bester, das gibt's tatsächlich noch. Das Aber gibt's. in der Tat, schön, wie gesagt, wir haben uns hier irgendwie auch nicht die Bälle dazu geschmissen oder vorgezeichnet, was wir uns zuschmeißen, aber es lebt die Bewegung oder die Unterhaltung sozusagen im Zuge der Zeit. Und da ist es tatsächlich so, dass man hier eben sagen muss, dass wir da auch tatsächlich das an den Kunden eben weitergeben, was die Liquiditätsanbieter uns sozusagen dann eben ja, in Rechnung stellen oder aber auch gut schreiben. Und das ist genau der Punkt, den wir hier sozusagen eben an den Tag legen wollen. Und da ist ja unser Gründer, Lars Gottweg, war früher, der eine wird ihn kennen, du hast vorhin kleiner Durchschnitt angesprochen, als Rainbow Trader damals groß geworden in den Jahren 2007, 2008, 2009, auch einen eigenen Trading-Service gehabt. Und er war einer der ersten, muss ich die Lanze brechen, der hier wöchentlich, also wöchentlich wiederkehrende Tageswebinare gemacht hat, über 3, 4 Stunden Live-Trading und eben im Zuge dessen dann das Ganze eben auch an den Tag gebracht hat, nach dem Motto, hey, liebe Leute, schaut's mir beim Trading über die Schulter. Und dann hat er eben diverse Diskrepanzen festgestellt am Markt und hat dann eben gedacht, Moment, wie können wir das lösen? Wir gründen einen Broker, der vieles anders macht. Und genau das ist passiert. Und insofern freuen wir uns, dass wir jetzt hier die Geschichte von jetzt dann schon 8 Jahren aufweisen können. Und das Ganze wächst eben gigantisch mit der Bankübernahme und dergleichen. Insofern prüft's, mit wem ihr handelt, liebe Leute. Unsere Underlyings wachsen. Wir haben jetzt eben auch durch die Bank auch eine BaFin-Lizenz im Haus und es geht weiter voran an der Stelle. So, was haben wir denn Vielleicht noch hier? als Schlusssatz, ich habe in den Chat quasi den Link dazu, wer das nochmal nachlesen möchte, eingestellt. Und Win-Win heißt ja letzten Endes, ich freue mich, wenn ihr dort handelt. Ich handle gerne dort, weil ich einfach Top-Ausführungen bekomme, auch mal eine positive Slippage. Und jetzt muss nur der Markt das tun, was man prognostiziert. Leider ist er nicht nach unten durchgebrochen und will schon wieder auf der Oberseite hier aktiv werden. Also die Trendlinie, weil es ein Minutenchart ist, ist sie natürlich nie so genau wie eine Trendlinie, die jetzt auf einem Stundenchart oder so oder einer größeren Zeiteinheit funktioniert. Dennoch ist sie für mich eine Orientierung und ich bin ja auch hier schon, wie man sehen kann, auf fallende Kurse engagiert gewesen in Beisein des Blicks auf die Nasdaq, die auch versucht, hier unten rauszukegeln, hat es noch nicht ganz geschafft. Auf alle Fälle die Gefahr ist noch nicht gebannt, dass auf der Oberseite was geht oder auch die Chance. Der Kollege vorhin hat ja darauf spekuliert, dass es durchaus heute noch höher gehen kann oder auch morgen, in den nächsten Tagen. Und das kann durchaus noch passieren. Ich justiere das nochmal so ein bisschen fallen hier unten. Aber noch ist es nicht passiert. Insofern bleibt man ruhig in der Position drinne. Du hattest mir aber davor eine Frage gestellt, die ich ganz spannend finde. Großes Konto, kleines Konto, großer Hebel, kleiner Hebel. Ich denke, dass der Hebel, der wirkt ja an beide Seiten. Ja, also ein Hebel von 100, ja, wenn sich das Underlying, also der Euro-US-Dollar, um 1% bewegt und man ist auf der richtigen Seite quasi der Spekulation, der Euro-US-Dollar steigt 1%, was zu einer FED-Sitzung oder zu einer EZB-Sitzung durchaus gang und gäbe ist. Das sind die einzigen volatilen Tage momentan da noch. Und man ist voll investiert mit seinem Konto, all in, dann kann man das Konto verdoppeln mit Hebel 100 und 1% Bewegung. Aber geht es 1% in die Gegenrichtung, dann kann man sein Konto auch komplett schrotten. Und das ist ja nicht das Ziel. Also auch ein Taxifahrer wird ja nicht abends die große Sause machen und dann mit dem Taxi nach Hause fahren und seinen Führerschein riskieren, weil er am nächsten Tag dann nicht aktiv arbeiten kann. Ja, dann hat er quasi sein Arbeitsgerät vernichtet. Und
ihr Konto oder dein Konto oder je nachdem, wer sich wie angesprochen fühlen möchte, ist ja das Arbeitsgerät. Und wenn man sein eigenes Konto schrottet, ja, dann kann man am nächsten Tag nicht mehr traden. Und das Argument, ich zahle einfach wieder ein, ja, ist kein Argument für mich, denn es muss wehtun. Also ich tendiere dazu, beziehungsweise ich rate jedem, wenn ich ein Coaching mache, rate ich jedem, das Konto etwas höher zu kapitalisieren, nachdem er es erstmal getestet hat. Also die Plattform sich mit der vertraut gemacht hat. Im Demo-Modus sollte die erste Einzahlung durchaus ein bisschen höher sein. Wohl wissentlich, dass das Geld auch weg sein kann. Ja, also nicht so hoch, dass man seine ganze Existenz aufs Spiel setzt. Also wer jetzt irgendwie sich 20.000 zusammengespart hat, der sollte jetzt nicht 18.000 überweisen, sondern vielleicht, wenn er im Monat hypothetische Zahlen 2.000, 3.000, 4.000 verdient, dann sollte er ein Monatsgehalt netto auf den Trading-Account draufpacken. Da kann er trotzdem noch leben. Ich denke, er hat vielleicht eine Rücklage für Miete, hat vielleicht einen Partner, Partnerin und die soll auch mal zahlen, einfach nicht immer nur der arme Trader. Und Gut dann hört, tut hört, es hört. halt auch weh. Dann tut es weh und es muss weh tun, weil man lernt nur durch Schmerz. Das klingt jetzt wirklich böse, aber auch ein Muskel beim Sport wächst nur, wenn man wirklich total erschöpft war und Muskelkater hatte. Wer nur zweimal um den Block rennt und sich danach beim Späti zwei Alster mit nach Hause nimmt, auf die Couch sitzt und Frauentausch guckt, der wird nie fit. Also der Muskel muss halt, um zu wachsen, ausbrennen quasi. Und so ist es auch mit dem Kopf. Der Kopf muss qualmen, wenn man studiert. Ja, man soll aus der Bibliothek raus mit qualmendem im Kopf. Dann macht es Sinn, dann ist auch was hängen geblieben. Und genauso ist es bei kleinen Kindern. Vielleicht hat einer Kinder hier, der zuhört. Da kann man zehnmal sagen, die Heizung ist heiß, dann fasst das Kind drauf und schreit. Aah! Ja, siehst du, ich habe es gleich gesagt. Ja, und ich kann noch so viel predigen, um das mal kurz zu fassen. Ich kann in jedem Webinar sagen, Risikomanagement ist wichtig. Ja, macht eure Erfahrung selber, schrottet mal ein Konto, aber das Konto muss wehtun, nicht diese 100-Euro-Konten, die tun nicht weh, die lade ich am nächsten Tag wieder auf und dann geht es weiter und man hat nichts daraus gelernt. Wie mit Blitzen, zehnmal geblitzt mit 5 km/h zu viel, ein kleines Knöllchen, man hat nichts daraus gelernt. Aber mal einen Monat Führerschein weg und man fährt ganz anders. Das hast du schon erfahren müssen, Andreas, an der Stelle. Das habe ich schon erfahren müssen, aber nicht, weil ich zu schnell gefahren bin, sondern weil ich von der Großstadt in die Kleinstadt gezogen bin und da hatte wirklich der Rewe nur bis 18 Uhr geöffnet. Und kurz vor 18 Uhr, ich brauchte noch Nahrungsmittel fürs Wochenende und vor allem Grillgut als alter Thüringer, bin ich dann bei dunkelgelb über eine Ampel, wo rechts, links, da war nichts. Ach je. Aber es war ein Blitzer. Es war eine Blitzerampel. Böse Falle. Bang. Böse Falle. Und ja, seitdem bei Gelb fahre ich nicht mehr. Da bremse ich schon ab, auch wenn in Berlin hinter mir dann das Hupkonzert losgeht. Aber das gönne ich mir einfach. Dann ja, dafür geht die Bose-Anlage ein bisschen lauter und dann hört man das nicht so. Was ist denn im Chart passiert? Also ich hoffe, die Frage konnte ich zur Zufriedenheit beantworten. Danke. Mit kleines Konto, großes. Also ich würde immer zu einem kleinen Konto tendieren und es kommt ja noch der Belohnungsaspekt dazu. Also das heißt, wenn man Geld verdient hat an der Börse, was das Ziel sein sollte, das ist ja kein Hobby, dann sollte man sich auch belohnen, das heißt was abheben. So, und wenn ich jetzt ein kleines Konto habe und auf dem kleinen Konto sehe ich prozentual eine richtige Bewegung, irgendwie 10% Performance auf ein kleines Konto, auf ein Konto von 2000 Euro, 10%, 200 Euro, das klingt als Geldbetrag vielleicht nicht für jeden viel, aber es sind 10% aufs Konto. Und dann sollte man auch so fair und direkt sein und sagen, hey, das hebe ich ab. Das ist total cool. 200 Euro im Trading mit körperlich nicht viel gemacht. Man fühlt sich zwar nach einem ganzen Trading-Tag wie erschlagen. Aber ich lass das jetzt mal im Hinterkopf, weil wir kommen jetzt an diese Marke. Und das ist diese Zielgeschichte, die ich vorhin nannte. Ich habe jetzt hier auf dem Konto auch nur um die 2000 Euro. Und man sieht, es ist ein Profit von sage und schreibe 1% mit diesem Trade. Und wir sind auf dieser Marke aufgesetzt. Und das wäre für mich so der Punkt, wo ich sage, wir nehmen den mit einem Klick jetzt einfach mal raus aus dem Markt, diesen Trade. Jetzt habe ich auch das falsche Knöpfchen gedrückt hier daneben und habe auch gleich den Stop-Sell hier mit eliminiert, weil der kurz drunter gehangen hätte. So, jetzt kann ich das nochmal kurz Aber falsche ausstrukturieren. Knöpfchen gedrückt ist auch gut. Da kannst du bestimmt auch eine Anekdote erzählen, nicht wahr? Da kann ich danach eine Anekdote erzählen. Jetzt erzähle ich erstmal die noch fertig. So viel Zeit muss sein. Just and direkt und fair und so weiter. Und zwar sollte man seinen Kopf belohnen. Also das Belohnungssystem ist echt
ganz, ganz wichtig und dem muss man auch nachgehen. Genauso wie man vielleicht kennt dieses Feierabendbier vom Papa oder vom Opa. Ich will jetzt niemanden zum Alkoholismus anstoßen, motivieren, sondern ich will sagen, dass das alles mit dem Belohnungssystem zu tun hat. Und für uns Trader ist einfach das Belohnungssystem aktiviert, wenn man einen Plus-Trade quasi vereinnahmt, also am Ziel verkauft. Wie jetzt ist das Belohnungssystem das Kleine quasi schon bedient und das Große wird erst bedient, wenn man vom Konto sich was auszahlen lässt. Und hier spekuliert bitte nicht darauf, das Konto zu verdoppeln und dann was auszuzahlen. Das dauert viel, viel zu lange. Entweder versucht ihr es schneller zu erreichen mit höherem Hebel, was extrem gefährlich ist, das hatte ich vorhin gesagt, oder es dauert sehr, sehr lange mit einem kleinen Hebel. Also der Königsweg ist vom Konto, auch wenn es nur 200 Euro sind, wenn es 10% sind, Kontozuwachs, dann nehmt die runter und gönnt euch was. Geht irgendwie, macht einen Wellnessabend mit eurer Frau oder gönnt euch was. Also da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten, wie man das Geld unter die Leute bringt. Einfach mal was Schönes tun und dann verankert sich das im Gehirn. Und im Gehirn entsteht dann quasi die Denkweise, das möchte ich nochmal haben. Und man erinnert sich dann aufgrund seines Trading-Journals, wie hat man diese Gewinne erreicht. Und genau das möchte man nachvollziehen. Und wenn man an einer Strategie gefeilt hat und diese Strategie immer wieder umsetzt und sich dafür belohnt und das dann nochmal aufruft und sich wieder dafür belohnt, dann ist genau das eingetreten, was man eigentlich möchte. Man kann konsequent, konstant und nachvollziehbar, duplizierbar handeln. Das wollte ich nur zu Ende führen. Das war quasi der Gedankengang dazu. Ja, jetzt habe ich den Trade glattgestellt. Es gibt immer die Möglichkeit, hier den Stopp nachzuziehen oder an einem Ziel zu verkaufen. Ich habe mich dafür entschieden, am Ziel zu verkaufen, damit ich euch die Geschichte zu Ende erzählen kann und weil es einfach auch fürs Belohnungszentrum wichtig ist. Es hat ganz gut gepasst mit der Geschichte. Vom Chart her hätte man, wer hier nicht eingestiegen ist, auch hier nochmal einsteigen können. Ich würde jetzt gerne mal oh, jetzt sind wir an einem Punkt, wo ich die Linie, die wir ja jetzt nicht mehr brauchen, nachjustiere. Auch das ist möglich, man braucht da keine neue, man kann die so ein bisschen nachjustieren. Ich nehme die jetzt als horizontale Linie rein. Das ist nämlich das Bewegungstief, was entstanden ist, nachdem die Meldung versickert ist. Also die Meldung kam hier, glaube ich, raus in der Kerze, dass der Handelskrieg für diejenigen, die später eingeschaltet haben, dass der Handelskrieg vielleicht beendet werden kann diese Woche. Nur eine Meldung, keine Zahlen, keine Fakten. Und dann hat sich der Markt durch die vielen Stops, die abgearbeitet wurden, über 200 Punkte nach oben gearbeitet, ist danach auf ein Bewegungstief herabgefallen. Und diesen Punkt nehme ich jetzt als horizontale Linie und das wäre für mich ein potenzieller Einstieg in Long. Der Markt, ja, zwei, drei Punkte haben gefehlt. Gut, wir warten ab, vielleicht kommen die noch. Ansonsten gibt es natürlich immer die Möglichkeit zu sagen, ja, das ist jetzt nur eine Korrektur und wir gehen nochmal auf diese Punkte für diesen Fall, auf diese Linie, für diesen Fall. Gebe ich die Order oder bereite die Order schon mal vor. Und auch da muss natürlich immer ein Stop-Loss mitschwingen, der durchaus eng getaktet sein kann, wie ich das vorhin schon gezeigt habe. Denn zu viel Raum sollte man dem Markt auch nicht geben. Denn wenn man mit 30 Punkten Profit rechnet oder 40 und einen Stop hat von 80, dann macht das Ganze insgesamt keinen Sinn. Da braucht ihr schon eine extreme Trefferquote. Und ja, wer hat die schon? Ja, wir waschen uns alle nur mit Wasser, wie es so schön heißt. Das war jetzt quasi der 21-Uhr-Move nach unten. Jetzt kommt auch ein bisschen mehr Bewegung rein. Auch das hatte ich vorhin schon gesagt, dass wir meistens dann in der letzten Handelsstunde noch ordentlich Bewegung sehen. Das ist jetzt seit 3 Minuten der Fall. Und der Markt pinkt ein wenig zurück, aber ich denke nicht, dass er komplett nochmal nach oben reverselt. Aber für den Fall habe ich das Ganze abgestoppt, bin erneut short gegangen auf diesen Level und Ziel wäre hier, dass wir direkt an diese Trendlinie, die ich hier bei 747 im Dow Jones eingezogen haben, dass wir da ungefähr hinkommen. Das heißt, wenn ich mir die Order aufrufe, um sie zu modifizieren, könnte man das Ziel auch gleich eingeben und dann kann ich die andere Story quasi weitererzählen. Die war, helfen Sie mir bitte. Ich helfe dir gleich, komme darauf zurück. Zwei Fragen habe ich aber noch. Erstmal der Link, Nick, ich habe ihn reingestellt, den der Andreas gezeigt hat. Da kannst du dich weiter informieren. Der Chart läuft wie erwartet von der Yvonne, absolut richtig. Das war
tatsächlich bilderbuchmäßig und du hast doch genau den Trade dir entsprechend besprochen, Andreas. War auf jeden Fall ja eine schöne, sage ich mal, ein schöner Linienlauf, so kann man sagen. Frage aber auch hier, warum im Dow den Trade nicht laufen gelassen und den Stop-Loss nachgetrailt? Also sozusagen, ich weiß, dass du auch bei unseren Trading-Events, die wir schon hatten, eben auch in so eine Bewegung rein, in dem Fall jetzt Short, also vor fallende Preise gesetzt hast, weitere Positionen aufgebaut hast. Hier hat es jetzt nur eine Position, warum nicht teilen? Oder man kann ja auch den CFD als solchen nicht nur, dass du im Dezimalstellenbereich handeln kannst, eben 0,1, 0,3, 4, 5, sondern eben auch auf kleinste Maße runterziehst, hättest du den ja auch teilverkaufen können oder eben einfach mittrailen. Das ist die Frage Ja. jetzt. Warum hast du nicht mitgetrailt? Und dann die Frage mit dem Fat-Finger-Ding nach dem Motto, ich habe mich vertippt. Ganz klar kann man das tun. Ich hatte ja gesagt, es gibt verschiedene Möglichkeiten, aus dem Markt rauszugehen. Man kann sich ausskalieren, also die Position immer kleiner machen. Man kann am Ziel verkaufen. Das habe ich getan, weil ich nebenbei natürlich auch noch zwei, drei Fenster hier im Auge behalten muss und entertainen, also Gedanken zusammenreißen. Und man kann natürlich auch den Stopp nachziehen. Ja, und den Stopp nachziehen, das wäre ja für mich, ich hatte ihn auf der Stelle, der wäre 20 Punkte tiefer gewesen auf den letzten Bewegungshoch, wenn man nach Charttechnik vorgeht. Und das heißt, ich hatte schon einen Buchgewinn von 50 oder 60 Punkten und hätte den Stopp noch so weit weg haben müssen. Das hat für mich vom Chance-Risiko-Verhältnis weniger Sinn ergeben. Und eine zweite Ausführung oder Begründung dafür ist, damit du, liebe Yvonne, das nächste Mal wieder einschaltest. Denn dann zeige ich, wie man den Stopp nachzieht. Wäre doch mal was. Das musst du Also jetzt mal so sei. sitzen lassen, den Nachklang. Ja. Dann zeigst du, wie du den Stopp nachziehst. Meine Güte, ist eine Entspannung kaum mehr zu toppen. Aber das musst du jetzt einfach mal so aushallen lassen, ja. Ganz fantastisch. Aber in dem Fall, wie gesagt, bleiben wir mal dran, wie das sich jetzt hier entwickelt. Das ist schon wieder sehr, sehr schön. Du hast praktisch den Stopp. Also die Frage ist jetzt auch im Chat zum Beispiel, warum bist du genau an dem Punkt, du hättest ja noch warten können, bis er die 2, sag ich schon, die 25.785 sozusagen touchiert. War aber nicht. Naja, hätte, hätte Fahrradkette, ist klar. Ja. Aber in dem Fall eben ist es ja trotzdem so, dass man, warum bist du genau an dem Punkt, wo er jetzt gedreht hat, ergo jetzt auch deinen Take-Profit abholt? Gratulation an der Stelle. Man könnte ja fast meinen, wir drehen den Chart nach deinen Trades hier. Aber es ist in der Tat so, die Frage, warum eben genau da? Und du hast es ja wieder punktuell erwischt. Jetzt sind wir an der Unterstützung. Frage auch dazu, aggressiv long oder war das jetzt erstmal ab, ob er da am Boden bildet? Da würde ich abwarten, denn es ist eine Unterstützung, also eine ganz seichte, es sind quasi jetzt zwei Auflagepunkte. Ja. Also bevor wir an dem Punkt waren, war es ja noch nicht mal eine Unterstützung. Und das ist eine Unterstützung, die wirklich die Minuten-Trader sehen. Und im 5-Minuten-Chart sieht man die Linie auch, ja, aber da muss er erstmal kämpfen und zeigen, was er kann. Und der Nasdaq ist schon drunter. Also wenn man quasi das Chartbild hier auf den Nasdaq genauso anlegen würde, das ist ja hier der 5-Minuten-Chart, hier der 1-Minuten-Chart, dann wäre das ja die Linie und da ist er schon durch. Also der Nasdaq ist schwächer als der Dow und zieht den Dow so ein bisschen mit runter. Im Dow sind ja auch einige technische Schwergewichte, also Apple und so weiter. Insofern denke ich, er kämpft ein bisschen mit der Linie und nehme dann, wie ich das mit dem Belohnungszentrum schon sagte, lieber öfters mit, die Eichhörnchenmethode und freue mich darüber. Man kann immer wieder neu einsteigen. Also es gibt ja nichts Schlimmeres, als in einem Trade zu hängen mit vielleicht 60 Punkten. Arbeit immer mit Stop-Loss gearbeitet oder meistens oder davor gesessen, habe auch hier gut ins Take-Profit gelaufen, kleine Verluste, kleine Gewinne und das summiert sich halt zusammen und am Ende kommen hier letzten Endes 279.
So, jetzt haben wir einen kleinen Hänger an der Stelle. Kurz mal Feedback geben, liebe Teilnehmer. Test, Test, Test. Kollegen da irgendwie anniesen lassen im Zweifel, wenn so eine Grippewelle kursiert, da ist es vielleicht doch zu Hause gemütlicher bei freier Zeiteinteilung. Was es auch noch sehr, sehr Schönes gibt hier in MetaTrader ist, dass man hier den Report detailliert abspeichern kann. Das werde ich mal tun. Das ist der Report von heute. Dann können wir uns den mal anschauen. Also kein doppelter Boden und so weiter, sondern hier Leverage, also der Hebel zwar 1 zu 200, den ich aber bei weitem nicht ausnutze. Also mit ganz kleinen Stückzahlen hier ein CFD, halber CFD und so weiter. Das war die Order, die ich gecancelt hatte. Und dann sieht man am Ende, dass an dem heutigen Tag quasi diese 279 Euro rausgekommen sind bei, und dann gucken wir mal auf die Trade-Frequenz, bei 65 Trades. Also es war jetzt kein Tag, wo ich den ganzen Tag davor gesessen habe. Aber ist doch ein bisschen was zusammengekommen. Man sieht, und das ist das Spannende daran, dass meine Trefferquote, es wird oftmals im Internet argumentiert, ja, man braucht eine super Trefferquote, um profitabel zu sein. Nö. Also ich habe einen Trader-Kollegen, der hat eine Trefferquote von 30% und ist profitabel. Es kommt darauf an, wie weit man seine Trades im Gewinn ziehen kann und wie wenig man Verluste zulässt. Und wenn man konstant Verluste ausblendet, also wie vorhin diese 30 Punkte Stop-Loss und 50, 60 Punkte Gewinn zu machen, wenn das unterm Strich öfters eintritt als die Verluststopps eintreten, dann ist man auf der Gewinnerseite. Man sieht ja am Verhältnis, dass ich quasi 52% Profit Trades bei Short geschafft habe und nur 47% Profit Trades bei Verlierern. So rum. Also bei Short Position 52% Profit Trades und bei Long Position 51,61%. Also eigentlich wie ein Münzwurf, fast 50-50. Aber trotzdem auf die 65 Trades ist auch nur dann die Hälfte logischerweise ein Gewinntrade. Aber trotzdem haben die mehr Punkte vereinnahmt als die Verlierer. Der größte Gewinner waren quasi mal 52 Euro und der größte Verlierer waren 22 Euro. Also ich habe, der größte Gewinner war doppelt so groß wie der größte Verlierer. Und durchschnittlich, Average ist ja der Durchschnitt, durchschnittlich habe ich pro Trade 18 Euro verdient und im Minusfall 10,83 Euro verloren. Das heißt, wenn man das mal hochskaliert und diese 65 mal eine Null dran macht, ja, dann hätte man quasi 2.090 verdient, wenn man so konstant weiter handelt und wenn man das Ganze in Excel einfach mal weiterspinnt und auf mehrere Monate. Soll auch bei Kindern funktionieren, glaube ich. Ist der Chris denn jetzt noch da? Muss ich mal in den Raum fragen. Vielleicht ist er ja auch schon gegangen. Ich muss mal kurz schauen, ob das Webinar noch an ist. Nicht, dass ich gegangen bin und der Chris ist quasi alleine und unterhält. Was war los eigentlich? Gar nichts war los. Ich hatte nur ganz kurz gefragt, als ich meinen Report vorgestellt hatte, ob man, was das Payoff ist. Also ich hatte hier gesagt, dass der Profitfaktor über 1 positiv ist, logisch, und das Expected Payoff von 4,29, was sagt mir das aus? Weißt du es aus dem Stegreif, sonst Ich muss jetzt mal gerade feststellen, hier gab es, glaube ich, einen kleinen Internetbug gerade. Udo schreibt gerade, jetzt die Frage, warst du weg, Andreas, oder war ich weg? Ich glaube, bei meine. mir ist alles durchgelaufen. Also es hat zumindest Okay, Mikrofon immer okay, mal wieder okay. den Pegel ausgeschlagen. Okay, das ist gut. Also wie gesagt, da glaube ich, war es von meiner Seite hier eine Net das ist Murphy's Law, eine Netzwerkverbindung. Ich glaube, ich entweder hat er irgendwie eine IP-Control gemacht oder irgendwas. Auf jeden Fall war ich kurz offline komplett. Udo, danke auch für den Hinweis. Also insofern muss ich da sagen, haben wir hier an der Stelle jetzt einen kleinen Bug gehabt. Aber ich will mal sehen, wie das auf der Aufzeichnung rüberkommt. Ich hoffe, du als Moderator, du wurdest da irgendwie mitgefilmt. Ansonsten müssen wir das rausschneiden. Da habe ich jetzt, glaube ich, eine kleine Lücke drin, Andreas. Und das gerade so schön. Du warst weg und ich weiß auch wo. Aha,
Ah, der Andreas war nicht Ja, weg. ja. Ah ja, okay. Nee, das ist alles in Ordnung, Andreas. Also wie gesagt, will dich gar nicht auffallen. Was war die Frage? Ich war tatsächlich kurz weg. Ich bin jetzt hier durch das Reporting von heute durchgegangen, was wir hier so durchgeschleust haben und vielleicht nochmal auf die Gebühren. So einen ganz kurzen Seitenhieb, ja, bei 65 Trades 7,76 € ist da lächerlich. Zahle ich doch gerne, oder? Also, wo sind wir denn hier? Meinst? Das ist echt mal eine kleine Hausnummer. Die Ja. Frage war, was expected payoff für dich ist. Das ist im Prinzip, soweit ich das nachvollziehen kann, eine Gewinnerwartung. Okay. Also es ist neben dem Profit-Faktor eine statistische Kennzahl zur Bemessung von Strategien und Gewinnermittlungen. Ja, genau. Also wie der Profit-Faktor sozusagen eine Ja. Kennzahl ist, um eine Strategie positiv oder negativ zu bewerten, so ist es auch bei dem Expected Payoff-Faktor sozusagen. Andreas hat es rausgeschmissen. Du hast mich rausgeschmissen wahrscheinlich, Andreas. Ja, ich weiß nicht, bei welchem Webstream-Anbieter du bist. Bei Kim Schmitz direkt, oder? Ja, über Neuseeland, weißt du. Ist schon recht, ist schon recht. Nee, Spaß beiseite, aber ich bin ja froh, dass es wieder dabei ist. Ich muss mir das bei der Aufzeichnung nochmal angucken. Ich hoffe, da hat dein Screen da weitergefilmt. Aber was wieder Ja, nur guck mal, zeigt, du lernst was. ich lerne in der Tat was, aber ich muss halt sagen, du hast dir schon wieder wirklich da 65 Trades abgeliefert und in der Tat, ich meine, das habe ich ja noch mitbekommen mit dem Chance-Risiko-Verhältnis, Trefferquote, immer so eine große Binsenweisheit. Was ich aber erstaunlich stark finde, ist auch die konsequente Serie an Gewinnen und Verlieren. Also du hast jetzt 6 Mal in Folge auch verloren, wie die Statistik zeigt. Du hast aber, sag ich mal, jetzt nicht den Kopf fallen lassen und ins Gras gebissen, sondern du hast einfach gesagt, hey, du kennst deine Erwartungen. Du kennst deine Strategie und du hast konsequent sozusagen weiterverfolgt dein Setup und hast dich auch nach der Serie, wie man sie schön auch sieht in diesem Graph, bei der Balance, also praktisch bei den veräußerten realisierten Gewinnen, gibt es auch den Unterschied zwischen Balance und Equity. In dem Fall 14 Trades, du hast neues Hoch gemacht und dann fing die Drawdown-Serie an, Bums, Bums, Bums und dann bei 25 hast du dann tatsächlich wieder die Drehung gemacht und ja, hast deinem System vertraut. Und jetzt an der Stelle zurück zum Markt, genauso spannend. Ja, also am Markt hat diese Linie, wie ich schon sagte vorhin, da warst du nicht dabei, nicht die große Schlagkraft gehabt, die meiner Unterstützung zuordnen würde. Also es ist, wie ich schon hier sagte, es ist nicht eine Unterstützung, weil es ist ja nur von einem Punkt abgeleitet. Es müssten mehrere Punkte sein, dann wäre es eine Unterstützung. Insofern war es richtig, hier nicht reinzugehen. Ich wäre mit 30 Punkten Stop vielleicht reingegangen, wäre dann hier unten ausgestoppt. Das macht wenig Sinn. Der Markt ist aber dann über diese Linie wieder zurückgefloppt und ist jetzt tatsächlich wieder an dieser 80, 85, an dieser Region, wo wir vorhin schon mal waren. Und da stellt sich für uns Traderline die Frage, zieht sie nochmal in der letzten Dreiviertelstunde des Handels nach oben? Werden da nochmal die Shorties quasi gegrillt, die Meldung vielleicht jetzt erst wahrgenommen haben? Oder ja, sagt der Markt, nee, komm, das war's, das macht überhaupt keinen Sinn. Wir verkaufen das Ding nochmal ab nach unten. Diese Frage stellt sich und ich habe dazu ehrlich gesagt in dieser Minute überhaupt keine Meinung, sondern ich würde nochmal die andere Frage beantworten. Wie war die gleich? Da ich jetzt wieder da bin und du mit mir wieder frohlocken darfst, war die Frage mit dem Fettfinger, weil du vorhin gesagt hast, du hast dich verklickt. Und das ist natürlich schon eine Geschichte. Ich meine, da gibt es bestimmt Anekdoten zu erzählen im Rahmen von dem Fettfinger-Modell. Ja, wir kennen das. Ja, die gibt es auf alle Fälle. Also diese Fettfinger-Geschichte rührt daher, dass man quasi mit einem großen Daumen quasi auf die Ordermaske, auf die Tastatur kommt und einfach eine Null zu viel dran hängt. Und man könnte auch sagen, es ist ein Flash-Crash oder also es gibt verschiedene Sachen. Fettfinger hat Wikipedia quasi als dicker Finger, als Tippfehler letzten Endes herausgearbeitet. Also das ist wirklich ein Phänomen, was man immer wieder sieht. Und das sieht man auch in Einzelaktien ganz oft. Also einmal im Gesamtmarkt, wenn vertauscht wurde die Order und das Limit. Da gibt es so ein paar Fälle in der Geschichte in den letzten 10 Jahren, wo einer im DAX irgendwie zu 10.000 5 DAX Futures verkaufen wollte, bei 10.000 Punkten ungefähr 5 Stück.
Und hat aber die Orderfenster verwechselt und hat dann halt mal 10.000 Kontrakte rausgehauen zum Limit von 5. Und dann ging der DAX mal flupp 300 Punkte runter und Eieiei. alle haben sich erschrocken und dann wurde es wieder hochgekauft. Und jetzt gibt es halt mehr in diesen Einzelaktien. Also ich habe auch dazu, das war nicht abgesprochen übrigens, mal ganz kurz gegoogelt, Tippfehler an der Börse. Da habe ich einen schönen Artikel geschrieben, Jahr 2010. Also da war ich schon sehr, sehr aktiv. Findet man auf meinem Blog, wenn man die Suche bemüht. Und da hat zum Beispiel einer Milliarden und Millionen verwechselt. Also diesen Buchstaben, das war von der englischen Sprache in die deutsche falsch übersetzt. Und er hat letzten Endes in einer der Dow Jones Aktien bei Procter & Gamble 40% Einbuße gekostet. Ja. Also das war richtig, richtig krass. Und das war beim DAX diese Geschichte hier, genau im Oktober 87, war auch mal so eine Geschichte. Die Citibank hat dann zwar Tippfehler dementiert, aber ja, das Orderbuch spricht für sich. Also das gibt es immer mal wieder. Ja. Hier war quasi halt einer 610.000 Aktien zu 16 Yen auf den Markt geschmissen, obwohl er nur 16 Aktien zu 610.000 Yen auf den Markt schmeißen wollte. Da Also es kommen. gibt ganz viele Fehler. Also guckt euch das ruhig mal in Ruhe an, recherchiert mal. Und da ist es wiederum nett, wenn man irgendwie so eine Abfischorder im Markt hat. Also da gibt es ja auch Spezialisten. Da habe ich ein, zwei Leute in meinem Netzwerk, die einfach wild Aktienorders reinlegen in den Markt und sagen, hey, Ultimo bis Monatsende oder so, lasse ich die liegen. Und wenn sie gelöscht werden, kostet mich das nichts. Aber wenn es mal so einen Flash-Crash gibt, wo der Dow Jones mal 800 Punkte nach unten marschiert und wieder nach oben, oder so eine Einzelaktie mal nach unten gappt und wieder hoch, binnen Sekunden, dann habe ich vielleicht eine Ausführung. Das Orderbuch ist leergeräumt und ich bin der Letzte, der drinne war, dann kriege ich das Ding halt für einen schönen Discount. Kann man machen. Aber da hat ja jeder so seine eigene Faszination und Vorgehensweise. Und ich denke, wie gesagt, du hast den Chart weitestgehend besprochen. Ich muss auch sagen, heute wieder eine Glanzleistung abgeliefert, wie als hätten wir die Candles sozusagen in die Schiene gelegt deiner Trades. Das war ja wirklich mustergültig heute. Und wir sind jetzt hier schon genau an dem Limit von 1,5 Stunden, die wir uns ja auch so vorgenommen haben für die Night Session. Also wie gesagt, vom Live-Trading bis zu den Anekdoten, bis über eben der Tatsache, dass wir uns den Trade auch noch begleitend, sag ich mal, anschauen konnten im Rahmen dessen, dass er dann in den Take-Profit wandert, war das im Prinzip heute wirklich ein sehr, sehr schönes Debüt für 2019 mit dir, Andreas. Da freue ich mich drauf, dass wir da auf jeden Fall ansetzen und an der Stelle nochmal erwähnt, dass wir das Ganze jetzt hier in einer gewissen Regelmäßigkeit fortsetzen und eben auch zum, wie vom Andreas gesagt, nächsten Fed-Event hier so zum Beispiel, also US-Notenbank-Tagung oder auch andere Events, wir uns da hier in den Fokus nehmen. Aber vorwiegend haben wir hier die Fed-Events im Auge, richtig? Sehr gerne. Ja, das wird immer ein Mittwochabend sein. Also die Fed fängt ja immer Dienstag an zu tagen und dann ist sie Mittwoch fertig und verkündet dann zu unserer Zeit 20 Uhr, 20 Uhr 15 den Zinsentscheid mit anschließender Pressekonferenz einmal im Quartal. Und das wird, denke ich mal, ganz spannend. Da lassen wir dann vielleicht auch noch ein paar Special Guests zuschalten. Vielleicht Ben Bernanke, Alan Greenspan. Also ich habe da schon ein paar auf der Liste, Sehr gut, sehr To-Do-Liste, gut, sehr gut. Also was du organisierst. wir können dann auch den ein oder anderen Hedgefondsmanager hinzuziehen, ja, Ray Dalio oder andere Kandidaten, die dann einfach mal nochmal ein Statement abgeben. Aber an der Stelle, wie gesagt, jetzt wird der Markt auch spannend. Da haben wir gerade noch den Punkt, wo jetzt der erste Widerstand wäre, schreibt der Nick oder fragt der Nick gerade noch. Ansonsten sagt Ottmar auch schon wieder vielen Dank für das Webinar. Also wie gesagt, ich sage auch, es war eine sehr, sehr gute runde Geschichte. Ich freue mich auch mal drauf, wenn wir hier da vielleicht auch den ein oder anderen Tagesevent mal wieder einstreuen können, Andreas. Ne? Jetzt sind wir in der Schlusssession. Wäre das jetzt nochmal so ein Punkt, wo du sagst, jetzt würdest du noch mal auf so eine Erholungsrallye in den letzten 33, 30 Minuten spekulieren oder sagst du jetzt, würdest du auch generell, nicht nur wegen dem Webinar, dann aber jetzt den Desk ausschalten? Du hast ja heute deine 275 € rund verdient. Ich meine, oder 280 sind es ja viel mehr. Da lässt es dann auch dabei bewenden. Oder würdest du dann auch noch mal sagen, hey, das sieht jetzt doch schon so nach einem Run aus, würdest du doch lieber mitnehmen wollen noch? Nee, da, also man muss dann auch irgendwann für sich selber sagen, jetzt ist gut und es ist ja auch mental. Ich komme immer wieder auf die Psychologie zu sprechen, weil das einfach das Wichtigste ist. Also diese zwei, drei Linien reinzeichnen, das ist relativ schnell gelernt. Aber die Psychologie dahinter, wie man agiert in den Situationen und sich selber erzieht, das ist das Eigentliche, was einen Trader stark macht und was bei der Ausbildung oftmals vergessen wird. Insofern ist das mein Hauptaugenmerk und da ist man auch irgendwann durch nervlich und sagt sich, wenn man zwei, drei positive Trades dann hatte am Tagesende und vielleicht das Konto auch noch mal auf dem Tageshoch ist,
warum soll man da nicht aufhören? Also warum soll man denn riskieren, in der letzten Handelsstunde oder in den letzten 30 Handelsminuten vielleicht noch 2, 3 Watschen vom Markt zu kriegen und sich dann zu ärgern? Also ich glaube, das ist auch eines dieser negativen Gefühle, wenn man jetzt auf das Konto jetzt bezogen, wenn ich mit 279 nicht zufrieden bin und sage, ich will unbedingt die 300 heute, weil 300 ist so eine geile Zahl und morgen der Wellnessaufenthalt kostet genau 299 im Hilton. So, ich brauche die Kohle, ich will das und ich schaffe es nicht. Dann ist man total verkrampft am Ende, selbst wenn 100 übrig bleiben, 100 Euro am Tag ist auch super, sind im Monat, wenn man es jeden Tag schafft, 2000. Ja, das ist trotzdem ein schlechtes Gefühl, wenn ich von 279 auf 100 zurückfalle, gehe ich mit einem richtig schlechten Gefühl ins Bett, obwohl ich Plus gemacht habe. Das ist schwer zu verstehen für jemanden, der nicht tradet, aber es ist so. Probiert es gerne aus, wenn ihr es mir nicht glaubt. Ich möchte es nicht ausprobieren heute, ich weiß schon, wie sich es anfühlt und ich möchte dieses Gefühl nicht mit in den Feierabend nehmen. Insofern hat sich für mich das Trading auch heute erledigt. Super. Also das Feedback sowohl von männlicher wie auch weiblicher Seite strömt ein. Vielen Dank. Wirklich perfekter Einblick in das Minutentrading lese ich hier eines erfolgreichen und konsequenten Daytraders. Danke, Andreas. Nochmal ganz großes Ausrufezeichen. Super, danke. Wir haben auch den Gunnar, der sagt, er stellt sich als Special Guest gerne das nächste Mal zur Verfügung. Cornelia, Maria sagen auch vielen Dank. Sehr interessantes und informatives Webinar. Wir sagen an der Stelle auf jeden Fall vielen Dank fürs Einschalten, dass ihr euch heute Abend die Zeit fern des Fußballs genommen habt. Bernd vor allen Dingen, aber du hast wahrscheinlich mit einem Auge eher auf den Monitor Nummer 7 geschaut, um das Fußballereignis zu verfolgen. Ich sage auf jeden Fall, es war wieder eine ganz, ganz runde Geschichte. Was bleibt? Wir haben jetzt hier auch nicht, sage ich mal, von ungefähr immer auch wieder dargestellt, warum es wichtig ist, mit dem richtigen Partner zu handeln. Wir werden da in Zukunft auch noch die ein oder andere Überraschung bereithalten. Da könnt ihr euch drauf freuen, auch was jetzt sozusagen Kommissionsmodelle angehen und dergleichen. Da sind wir ja mit dem kostenfreien Aktienhandel schon unterwegs. Da werden wir aber noch vieles, vieles mehr machen. Verfolgt uns, verfolgt JFD. Im Rahmen dieses Live-Events, wie gesagt, hoffe ich, habt ihr auch mal sehen können, wie man mit dem MetaTrader 4 umgehen kann, wie man ihn nutzt, auch relativ simpel mit dem, was er hergibt. Überdies haben wir natürlich mit MetaTrader 5 und anderen Plattformen noch Zugänge mit vielerlei Möglichkeiten und Spielereien. Da ist es eben auch so, dass man sich mit der Thematik beschäftigen muss. Trading bleibt herausfordernd. Wie Andreas auch sagt, das ist eine Riesenkopfsache. Man muss auch kontinuierlich an der Disziplin arbeiten und das ist einfach ein Riesenabenteuer, was wir auch hier zusammen pflegen und hegen. Insofern bleibt es uns treu. Den nächsten Event haben wir ja gesagt, das wird ein Fett-Event sein. Schaut auf unserer Webseite vorbei. Immer wieder bei Research, tragt euch in den Newsletter ein, da verpasst ihr auch kein zukünftiges Webinar mit dem Andreas. Und dann wünsche ich an der Stelle auf jeden Fall dir, Andreas, einen super, super schönen, angenehmen Abendausklang. Du hast heute mal wieder einmal mehr bewiesen. Es waren keine 100-Plus-Trades, aber allein schon wieder 65 im Vorfeld und mit diesen 2 Trades jetzt im Nachgang nochmal schön da losgelegt, was da sozusagen möglich ist. Also wirklich wunderbar, du hast uns wieder den perfekten Einblick gegeben und ich freue mich auf all die Dinge, die noch kommen werden. Sag ins Auditorium auch vielen Dank. Die Halle ist gefüllt, wir waren wirklich super gefüllt für den Abend. Freue mich da auf eine weiter steigende Tendenz und let's rock. Wir werden uns sicherlich auch hier oder da mal live begegnen. Das schon mal so als kleiner Input vorab. Also, Andreas. Vielen Dank, schönen Ausklang. Lass dir die 280 Euro schmecken oder genieß sie auswärts, wo auch immer, was du heute noch vorhast. Wir bleiben eben im Kontakt. Ich, liebe Leute, sage danke an euch. Andreas, vielen Dank. Wie gesagt, vielen, vielen Dank. Man kann nur dankbar sein, dass du dir die Zeit nimmst und uns deine Zeit gibst. Und insofern, happy trading. Passt auf eure Stops auf, liebe Leute, und prüft, mit wem ihr handelt. Auf bald und tschüss, sage ich dann mal. Ich drehe gleich den Saft dann mal ab. Ciao. Ciao, ciao. So, bist noch online, Andreas, ne? Spaß beiseite. Geht gleich Ich auf. rufe ihn gleich mal Ja, genau. Also, ciao dabei, alle miteinander.